Oh, ihr seid so ein süßes Paar. So bezaubernd. Hey, du solltest tanzen. Hä? Was ist los? Warum kannst du nicht stehen? Oh, das ist doch blöd. Oh, ich wollte einen romantischen Moment schaffen. Das ist voll ärgerlich. Ich gebe auf. Ich bin zu müde für sowas. Hä? Irgendwas ist anders. Ist das wirklich wahr? Ich glaube schon. Warte, ich will was versuchen. Ich habe Plattfüße. Ah! Was für ein seltsamer Traum. Wow, ihr seid tatsächlich hier. Das ist fantastisch. Ich war noch nie so happy. Wow. Guten Morgen, Ken. Gut geschlafen? Das habe ich. Machen wir uns fertig. Hast du nicht was vergessen? Wo bleibt mein Guten Morgen-Kuss? Ich, Dummerchen. Mua. Was zuerst? Wir sollten unsere Zähne putzen. Gute Idee. Wir brauchen einen münzfrischen Atem. Und ein strahlendes Lächeln. Los geht's. Denk dran, ordentlich schrubben. Du willst keinen verärgerten Zahnarzt. Du kannst dich auf mich verlassen. Das kitzelt. Es fühlt sich gut an. Und macht Spaß. Das müsste reichen. Wow, ich habe ein Hollywood-Lächeln. Du siehst immer toll aus, Barbie. Ausspülen. Wie sehen meine Zähne aus? Schön weiß, perfekt. Ich wusste es. Er ist so hübsch. Zeit zum Essen. Ich bin so hungrig. Ich habe meinen Saft. So lecker. Der schmeckt gut. So erfrischend. Ich liebe diese gemeinsamen Momente. Wir haben einen anstrengenden Tag vor uns. Ohne Fleiß kein Preis, Ken. Das ist eine tiefe Dehnung. Ich fühle das Brennen. Anflug. Fast gehabt. Und eins. Und zwei. Riechst du das? Barbie, ich bin undicht. Hä, du bist was? Oh nein, ich auch. Ich lasse dieses Shirt nicht an. Das ist eine Familiensendung. Mir ist langweilig. Hey, Barbie. Geht's dir gut? Ups, mein Fehler. Guck dir das an. Lass uns feiern gehen. Das klingt toll. Ich liebe Tanzen. Ich habe an meinen Moves gearbeitet. Wow, du bist ein Naturtalent. Warte, wir haben ein Problem. Was ist los, Ken? Mir gefällt dieser Look nicht. Ich habe einen Ruf zu wahren. Ich weiß, du bist Ken. Ich kann diese Klamotten nicht anlassen, oder? Nein. Ich brauche ein neues Outfit. Was guckst du so? Wow. Machen wir uns an die Arbeit. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Das ist so aufregend. Diese Klamotten sind gut. Ja, genau die meine ich. Barbie? Was ist es jetzt? Die passen uns nicht. Oh, warum ist mir das nicht aufgefallen? Das ist ärgerlich. Und was machen wir jetzt? Sei nicht traurig, Barbie. Ich bring das in Ordnung. Aber wie? Warte kurz. Ich hab's. Die Schubladen. Ja, natürlich. Es ist so offensichtlich. Warum geht die nicht auf? Ich, Dummerchen, ich muss am Griff ziehen. Zum Glück hat das niemand gesehen. Was haben wir hier? Die sind zu schlicht für mich. Au, pass auf meine Haare auf. Was haben wir noch? Diese Jeans ist langweilig. Ich passe. Oh, die ist schön. Ich habe eine Idee. Ich nehme einige Änderungen vor. Zuerst schneide ich die Beine ab. Ich versuche, das gerade zu machen. Gleich geschafft. Genau, was ich wollte. Aber es gibt noch mehr zu tun. Ich mache einen weiteren Schnitt in der Mitte. Ich folge der Naht. Das ist ganz einfach. Ich schneide bis zum Ende. Hier kommt ein Knopf hin. Fertig zum Anziehen. Wow, ich fühle mich fabelhaft. Ich bin begeistert. Man kann nie genug Denim haben. Gut aussehen und sich noch besser fühlen. Hey, Barbie. Hier gibt's nichts zum Anziehen. Was sagst du dazu? Echt?
stylisch. Aber ich habe noch nichts zum Anziehen. Ja, das ist ein Problem. Schätze, ich gehe nicht zur Party. Ich muss den Tag retten. Warte, ich hab's. Ich halte die Lösung in meiner Hand. Ich falte den Flyer. Ich mache eine Zickzack-Faltung. Genau so. Alle Falten müssen gleich groß sein. Das kommt zu den anderen. Hm, was jetzt? Ah, darf ich mir das ausleihen, Teddy? Ich mache eine Schleife. Das ist wunderschön, Ken. Nicht so schön wie du. Oh, du bist so süß. Bereit für die Party? Oh ja. Juhu, das wird fantastisch. Warte, Bobby, wir kommen zu spät. Was? Wir müssen los. Lauf schneller, Ken. Was für eine tolle Party. Ich bin ins Schwitzen gekommen. Ich habe die ganze Nacht getanzt. Jetzt brauche ich eine Dusche. Okay, mach dein Ding. Hallo? Wo ist das Wasser? Vielleicht muss ich das hochheben. Ah, das fühlt sich gut an. Das ist so entspannend. Warte, mein Haar. Es ist ruiniert. Das nennt man einen Bad Hair Day. Warum musste das passieren? Vielleicht kann ich sie bürsten. Ein Versuch ist es wert. Wem mache ich was vor? Das ist so schlimm. Hi, Barbie. Was ist das für ein Lärm? Schau mich an, Ken. Was soll ich sehen? Dein Ernst? Meine Haare. Ich wollte eine warme Dusche. Und dann ist mein schlimmster Albtraum wahr geworden. Ich sehe schrecklich aus. Jetzt, wo du es sagst, ja, das tust du. Du weißt, dass wir nicht duschen sollen. Das hat mir niemand gesagt. Ich bin so traurig. Ich hasse es, wenn Barbie traurig ist. Was soll ich tun? Aha, die Blumen. Ich muss sie zum Lächeln bringen. It's showtime. Hä? Was? Wow! Ich dachte, das würde klappen. Oh, ich weiß. Wie wäre es mit einem Rosenblütenbad? Das ist so romantisch, Ken. Darf ich? Wow, das ist fantastisch. Ich wusste, es gefällt dir. Ich liebe es. Und ich liebe es, dich lächeln zu sehen. Noch mehr Rosenblüten? Dein Haar sieht toll aus. Du weißt immer, wie du mir ein gutes Gefühl gibst. Zeit zu gehen. Wow, zurück. Das ist nicht gut. Wie ist das passiert? Das hätte peinlich werden können. So geht das nicht. Das muss runter. Ich habe alles, was ich brauche, hier. Das sollte nicht lange dauern. Ich wische das mit dem Tuch ab. Zuerst der Lidschatten. Wie ist das? Wow, das hat geklappt. Jetzt kommt der Lippenstift. Zum Glück bin ich nicht so rausgegangen. Du bist so ein braver Hund. Was ist los, Barbie? Ich bringe mein Make-up in Ordnung. Das dauert nicht lange. Irgendwas ist anders. Ein Ungeheuer. Du kannst echt gemein sein. Schon gut. Ich bin Arzt. Ich weiß, was zu tun ist. Ich brauche meine spezielle Ausrüstung. Du bist in guten Händen, Barbie. Oh, guck dir das an. Das ist so süß und winzig. Konzentration bitte. Halte still. Meine Arbeit ist getan. Wow, du bist ein Künstler. Ja, ich weiß. Schau mich an. Ich fühle mich so schön. Die werde ich nie wieder benutzen. Mein Ken ist ready für die Party. Guck, er hat ein neues Shirt. Gleich bekomme ich seine Aufmerksamkeit. Upsi, jetzt regnet's. Hey, meine Puppe. Wirklich, Sunny? Sorry, war ein Versehen. Ja, klar. Das kriegst du wieder. Zeig's ihr, Ken. Nimm das. Ha, erwischt. Gut gemacht, oh yeah. Ihr neuer Pelzmantel. Da ist ein riesiger Fleck drauf. Dafür wirst du bezahlen. Egal, das war witzig. Was ist hier los? Keine Ahnung, aber ich hab Angst. Ah! Schätze, wir sitzen hier fest.
Ugh, voll schmutzig. Ich habe Angst, sie anzufassen, als ob sie sich im Schlamm gewälzt hat. Meine Puppe darf nicht so aussehen. Ich nehme die Sache selbst in die Hand. Mann, was ist mit dir passiert? Siehst echt übel aus. Mal sehen. Kann ich damit etwas anfangen? Das ist eine schöne Plastikwanne. Ich habe eine Idee. Das Plastik ist langweilig. Wie wär's mit etwas Gold? Wow, sieht schon besser aus. Gold ist ja auch meine Lieblingsfarbe. Und dieser Stempel wirkt Wunder. Das Muster ist cool, stimmt's? Dauert eine Weile, aber lohnt sich auf jeden Fall. Und fertig. Aber ich muss das schützen. Klarer Nagellack ist perfekt. Ja, das habe ich alles aus meiner Tasche. Glitzerzeit. Oh, ich liebe es, wenn es funkelt. Darf die andere Seite nicht vergessen. Juhu, lass es regnen. Ich krieg nie genug davon. So, fertig mit dem Gold. Jetzt noch ein paar teure Extras. Nichts macht mich glücklicher als Juwelen. Die sind etwas Besonderes, stimmt's? Fabelhaft. Tada! Das ist der Hahn fürs Wasser. Wie luxuriös. Ich hätte auch gern so eine Wanne. Wow, hat sie die gemacht? Aber statt Wasser gibt's Diätlimo. Die Blasen lösen den Schmutz ab. Hat gereicht. Aber ich brauche noch ein Extra. Hallo, Blubberblasen. Guck dir das an. Das wird fantastisch. Nur das Beste für meine süße Barbie. Nice. Sie ist bereit fürs Bad. Steig ein, Girl. Ah, so entspannend. Und die habe ich eben erst neu gemacht. Schau dir diese Schönheit an. Und sieht aus wie echtes Gold. Hier kommt ein süßer Drink. Ein Hoch auf Sauberkeit. Hallo. Wunderbar, danke. Oh yeah. Hä? Wo hat sie das her? Echt jetzt, Sunny? Aber wie? Kümmer du dich um deine Angelegenheiten. Okay. Warte, Ken, ich hab da was. Jetzt kann die Party starten. Nee. Kann ich irgendwas davon verwenden? Eklig. So ein Mist. Vielleicht kann ich den gebrauchen. Endlich geht's aufwärts. Schon mal einen Duschvorhang gemacht? Sieht super aus, aber eine Dusche ohne Duschkopf? Passt perfekt. Und fertig. Hier wird gleich jemand schön sauber. Bereit, Ken? Viel Spaß, das wird dir gut tun. Boah, wow, nicht schlecht, Alex. Du bist fertig mit deinem Bad. Hier ist dein Handtuch. Schön erfrischt. Wow, du siehst wieder gut aus. Du auch. Gut gemacht. Sieht top aus. Oh, danke, Kumpel. Ja, weiter mit den Hampelmännern. Jetzt Rumpfbeugen. Wow, das muss schön sein. Sie muss wohl nie arbeiten. Na, egal. Weiter geht's. Konzentration. 3, 4. Blendet dich die Sonne? Oh nein, das ist nicht gut. Du brauchst Schatten. Ich kann hier nicht ewig stehen. Du brauchst eine Sonnenbrille. Ich hab's. Gefallen dir die? Die geht nicht. Weg. Oh, die ist super süß. Wie findest du die? So niedlich. Flower Power. Warum habe ich die überhaupt? Seltsam. Eine muss es sein. Hey, was ist mit der? Oh, die sind viel zu groß. Hey, was ist das? Ich weiß, was ich mache. Gib mir das Teil. Dein Sonnenschutz ist unterwegs. Meine ist die perfekte Vorlage. Los geht's. Ich zeichne das Bild einfach nach. Die Größe ist perfekt. Ich weiß, dass sie passen wird. Ich stehe auf Dollarzeichen. So niedlich. Dann setz sie mal auf. Bitte sehr. Die schreit förmlich nach Geld. Was sagst du? Ich soll meine auch aufsetzen? Aber klar doch. Gefällt mir. Wow, coole Brille.
Du willst auch eine? Ich auch. Hey, was ist mit dem Ding? Büroklammern sind biegsam. Probieren wir es. Ziemlich knifflig. Sieht das schon wie eine Sonnenbrille aus? Nice, perfekt für dich. Setz sie auf. Du bist ein hübscher Typ. Sonnenschutz nach Maß. Hä? Okay, die sieht gut aus. Er verdient auch eine Sonnenbrille. Hey, Alex. Was? Willst du die? Perfekt. Sie gehört dir. Wirklich? Ist echt nett von dir. Ich hatte noch nie eine Sonnenbrille. Wie sehe ich aus? Cool, was? Wir haben gut aussehende Puppen. Dem kann ich nur zustimmen. Auf uns! Yay! Okay, lass uns spielen! Wow, schau dir das an! Ziemlich cool, oder? Ja, wenn man sich keine echte Kunst leisten kann. Das kann jeder, siehst du? Das könnte ich teuer verkaufen. Ich kann das Geld praktisch schon riechen. Naja, vielleicht. Guten Tag, Schüler. Was für tolle Werke. Ich weiß. Bravo. Das schreit doch nach einer Kunst-Challenge. Los geht's. Wow. Wo sind wir hier? Guck mal. Willkommen, meine kleinen Künstler. Hallo. Entfesselt eure Kreativität, denn ihr seid Teilnehmer der Kunst-Challenge. Was macht denn der da drüben? Das fühlt sich gut an. Grün hat richtig viele Antioxidantien, richtig? So gut für die Haut. Er weiß, dass das Farbe ist, oder? Okay, wie sehe ich aus? Erfrischt. Wie auch immer. Boah, ich habe mir Farbe ins Gesicht geschmiert. Aber das bringt mich auf eine Idee. Zeit für Fingermalerei. Hat er Fingermalerei gesagt? Oh Mann. Warte, ich weiß. Oh yeah, komm zu Papa. Tada, die ist ganz schön hübsch, oder? Du magst Meerjungfrauen? Ja, na und? Probieren wir das nochmal. Oh yeah, auf geht's. Hab ich's. Oh. Schau mal die ganzen Farbtöne. Hübsch, oder? Wer von euch macht mit? Ja, der Daumen. Wir beginnen mit funkelndem Gold. Die Farbe des Reichtums natürlich. Ich brauche nur zwei Abdrücke. Dann kommen die Details. Oh, wie süß. Die sind kleine Kumpels, siehst du? Fingermalerei macht irgendwie Spaß. Und ich bin ziemlich gut darin. Hier, bitte sehr. Nur das Beste für euch. Und fertig. Ich bin echt beeindruckt von mir. Wow. Und was mache ich? Ich muss meine Finger benutzen. Ich hab's. Hier kommen die Malutensilien. Nice. Dann wollen wir mal. Oh, was hat sie vor? Das wüsstest du wohl gerne, hm? Mega schön. Fingerzeit. Wow, das fühlt sich gut an. Jetzt schnell, bevor sie trocken ist. Ha! Genau in der Mitte. Und nun muss ich nur noch ausmalen. Die Hand ist ein echt guter Anfang. Hier ist fast alles nun ausgemalt. Und weiter geht's. Errätst du schon, was es ist? Es kommt darauf an, wie man es betrachtet. Aus diesem Blickwinkel ist es ein Flamingo. Ich darf die langen Beine nicht vergessen. Ist der nicht niedlich? Fertig. Hey, guck mal, was ich hier habe. Nicht schlecht. Meins ist aber niedlicher. Gefällt euch meine Krawatte? Na egal, schauen wir mal. Sehr schön. Hazel? Ein Flamingo, wie clever. Aus deiner Hand gemacht, was? Sehr gut. Und diese Runde geht an Hazel. Wirklich? Ich hab's geschafft. Echt jetzt? Aber meins ist doch viel süßer. Woohoo!
Okay, Kinder. Bei der nächsten Challenge müsst ihr um die Ecke denken. Versteht ihr, was ich meine? Oh, wow, cool. Egal, was soll's. Habt ihr verstanden? Wählt einen Buchstaben. Ich hab's kapiert. Schauen wir mal. Wow. Ich sehe... Oh nein! Hey, langsam, Kumpel! Okay, hier gibt's nichts mehr. Welchen Buchstaben wähle ich? Na klar, B und D. Hat sie den Verstand verloren? Nein, ich sehe alles klar. Und ich bin inspiriert. Zuerst kommt dieses kleine B. Und dann das kleine D. Und nun beginnt der ganze Spaß. Oh, eine süße kleine Nase. Siehst du, es wird ein Hund. Der ist doch süß, oder? Oh, die kleinen Pfoten. Was wäre ein Hund ohne pinke Zunge? Und er hat ein goldenes Fell. Das dauert eine Weile, aber es lohnt sich. Und fertig. Hey, schau mal. Oh, alles aus zwei Buchstaben? Oh. Ja, das sehe ich. Ich werde jetzt meinen Buchstaben finden. Dann wollen wir mal sehen. Oh, das ist mehr, als ich sehen wollte. Wow, der Elefant ist ja riesig. So majestätisch. Ich sehe irgendwie gar nichts. Okay, dann mal los. Oh, nein, 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 nein. Nein? Je größer, desto besser. Ich muss mich nur noch vorbereiten. Wie jeder gute Künstler. Man braucht frisch gespitzte Bleistifte. Wunderschön. Der erste Schritt sind saubere Linien. Nun habe ich meinen Startpunkt. So, mein Buchstabe ist fertig. Aber ich stehe noch ganz am Anfang. Erkennst du, was ich zeichne? Ich gebe dir einen Tipp. Es ist grau und sehr groß. Schau dir meine sorgfältige Schattierung an. Okay, ich bin so gut wie fertig. E steht für Elefant. Damit bin ich sehr zufrieden. Oh, ich auch. Siehst du? Wow, sehr schön. Ich liebe Hunde. So süß. Und Miles? Wie einfallsreich und so eine tolle Schattierung. Mua. Und nun entscheiden wir, wer gewonnen hat. Miles! Was? Aber mein Hund ist viel süßer. Tja, mit Talent kann man nicht konkurrieren. Ich meine, schau es dir an. Nichts ist so majestätisch wie ein Einhorn. Und eins zu zeichnen macht riesig Spaß. Wow, wie hübsch. Aber es braucht noch ein bisschen Glitzer. Verteilen wir es ein bisschen. Aber immer schön innerhalb der Linien bleiben. Nice. Aber was ist ein Einhorn ohne Regenbogenfarben? Und du kannst dafür Wattestäbchen nehmen. Eine für jede Farbe. Und dann bringst du sie so zusammen und tauchst sie in Wasser. Und schon geht die Farbexplosion los. Sieht doch mega aus, oder? Und mit ein paar vorsichtigen Bewegungen kannst du ein tolles Muster erzeugen. Wie diese prächtige Mähne. Siehst du, was ich meine? Pff, mein Einhorn ist viel kreativer. Und teurer. Nimm das! Hey, das war aber nicht nett. Oh nein, dir werde ich's zeigen. Ha! Hey! Hey! Wow! Genug gestritten. Seht ihr das? Es ist Challenge-Zeit. Hallo zusammen. Willkommen zu meiner Mal-Challenge. Wow, fantastisch. Und? Oh, ist das nicht ein schöner Baum? Zeichnet mir einen schönen. Oh, das ist total befriedigend. Was soll das nervige Knallen? Was? Stört dich das etwa? Bitte, hör damit auf. Oh, das sieht ja wie Blumen aus. Und ich habe eine Idee. Aber zuerst wird gemalt. Oh yeah, los geht's.
Das erfordert einiges an Konzentration. Ich beginne mit Zweigen. Eigenwillig. Und die bekommen jetzt Blüten. Wow, das klappt ziemlich gut. Ich nehme auch noch andere Farben dazu. Nichts, bin fertig. Und was sagst du dazu? Wow, sie hat das gemacht? Damit? Oh je, ich brauche eine Inspiration. Oh, bingo. Ich weiß, was ich tue. Wer braucht schon Pinsel? Ich nehme einfach diese Blätter. Und natürlich jede Menge Glitzer. Oh yeah, lass es regnen. Faszinierend, oder? Ach, wenn's wirklich Glitzer regnen würde, dann hätten wir glitzerndes Grünzeug, genau wie das hier. Das ist wunderschön, oder? Tja, und nun bin ich auch schon fertig. Tada, mein Meisterwerk. Ich habe Konkurrenz. Oh, seid ihr fertig? Hey, wo ist meine Lieblingspflanze, Miles? Oh, sorry. Na schon, okay. Und du, Hazel? Was für ein lustiger Einsatz von Textur. Wow. Nimm meins. Hazel ist die Gewinnerin. Gut gemacht. Wirklich? Yes. Was? Oh, meins ist aber viel cooler. Ah, nichts geht über einen Wellness-Tag. Es tut gut, sich selbst zu verwöhnen. Du weißt, was ich meine. Ich freue mich schon drauf. Ah, eine goldene Gesichtsmaske. Besser geht's nicht. Vergessen Sie meine Puppe nicht. Das Plastikleben ist nicht so fantastisch, wie man denkt. Sie hat nur das Beste verdient. Ist das mein Fußbad? Ich war den ganzen Tag auf den Beinen. All diese Einkäufe. Oh ja, das ist schön warm. Gold ist gut gegen Augenringe. Nicht, dass ich welche hätte. Ich fühle mich so schick. Dieses Spa ist toll. Yay. Endlich kann ich mir die Füße waschen. Das Leben ist schön, stimmt's? Die heben wir uns als Snack auf. Ah! Ah! Was ist passiert? Wow, eine Barbie-Party. Das ist es. Wir haben es endlich geschafft. Alle wichtigen Puppen werden da sein. Wir müssen uns ein Outfit aussuchen. Ich liebe diesen Teil. Yay. Modenschau. Siehst du was, das dir gefällt? Nein, nö. Hab ich das gekauft? Ich habe was gefunden. Okay, ich bin bereit. Wie findest du das? Sei ehrlich. Wow, du siehst umwerfend aus. Warte, es gibt eine Barbie-Party? Unsere Einladung muss die Post verschlammt haben. Psst, hör zu. Wir gehen auf jeden Fall zur Party. Hey, können wir mitkommen? Bitte, 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 bitte. Ich frag mal Betty. Betty, hör mal. Die wollen mit auf die Party. Wirklich? Die? Na gut, schätze, das geht klar. Mein Mensch sagt, das geht klar. Juhu, danke. Hey. Das ist so aufregend. Aber so wird das nichts. Wir haben einen Ruf zu wahren. Guck dir nur dieses Outfit an. Ugh. Wir müssen doch was tun können. Warte, yes. Ich hab's. Dieser Ballon wird helfen. Los geht's. Hey, das ist es. Wie findest du es? Ist schick, macht Spaß und schreit nach Party. Wow, gefällt mir. Und ich habe eine Tasche, die dazu passt. Oh, mein Hund hat die angeknabbert. Oh, das war mein Lieblingsstück. Tut so, als hättet ihr das nicht gesehen. Die kann in den Müll. Ist okay. Aber du brauchst was. Zum Glück habe ich glänzendes Papier. Ich habe Linien eingezeichnet. Jetzt falte ich es. Und klappe es wieder um. Ich mache hier noch mehr Faltungen. Und das gleiche auf der anderen Seite. Jetzt klappe ich die Ecken ein. Und es entstehen kleine Dreiecke. Genau so. Als nächstes klappe ich die Seiten ein. Ich halte diese Dreiecke fest und falte das Blatt um. Genau wie beim Origami. Nur, dass ich keinen Vogel mache. Das waren alle Faltungen. Jetzt mache ich daraus eine Tasche. Die Ecken kommen nach innen. Dann klappe ich die Oberseite um. Jetzt kommt der knifflige Teil. Ich muss die Seiten einklemmen und in die Mitte schieben. Jetzt falte ich das Blatt zusammen. Diese Ecke schlage ich um wie bei einem Briefumschlag. Das ist die Klappe. Und fertig. Eine kleine süße Tasche, aber ihr fehlt noch der Glanz. Oh, ich habe auch noch diese Kette. Das wird ein toller Gurt. Perfekt. Genau, was meine Puppe braucht. Die werde ich gleich allen zeigen. Das ideale Accessoire. Und passt perfekt zum Kleid. Du siehst gut aus, Kleine. Was sagst du dazu? So ist das also, hm? Das kann ich übertreffen. Wart's nur ab. Warte, ist das ein Schuhkarton? Wen interessiert's? Den kann ich nehmen.
Ich muss den nur überarbeiten. Zuerst male ich den schwarz an. Dann warte ich, bis alles trocken ist. Als nächstes nehme ich Goldfarbe. Ich tupfe sie auf den Deckel. Ich will ein Muster machen. Ein einzigartiges. Edelsteine schaden auch nicht. Das mache ich rundherum. Dann sieht es eleganter aus. Mit Wow-Effekt. So ist's gut. Sieht toll aus. Ich nehme die Schuhe raus. Durch diese Perle habe ich eine goldene Schnur gefädelt und in den Deckel ein Loch gemacht. Da ziehe ich die Schnur durch. Jetzt fehlt nur noch Bargeld. Sie ist wundervoll. Schau sie dir an. Jede Puppe wünscht sich so eine. Hier, für dich. Wow, wunderschön. Du kennst mich wirklich gut. Ich denke, wir sind soweit. Lasst uns feiern. Puh, was für ein Tag. Kannst du laut sagen. Hä? Was ist das? Das ist ein Geschenk von Ken. Er ist so aufmerksam. Und romantisch. Er ist mein Freund. Was hast du gesagt? Du willst es wissen, was? Peng, nimm das. Halt dich von Ken fern. Schluss damit. Ich schätze, du hast recht. Das ist eindeutig für uns. Nein, das gehört uns. Das ist, wie auch immer. Ich mach's auf. Dann sehen wir, für wen es ist. Wow, guckt euch das an. Wunderschön. Ken hat den besten Geschmack. Ich sagte doch, das ist für uns. Als ob mich das interessiert. Komm, lass ihn uns ausprobieren. Der sieht sehr bequem aus. Oh, wie cool. Ich wollte schon immer einen Thron. Ken sagt immer, ich sei seine Königin. Ich glaube, er meint das wirklich so. Setz dich. Oh, warte kurz. Das brauchst du. Ist für den letzten Touch. Du siehst umwerfend aus. Ich muss diesen Moment festhalten. Und ich habe den perfekten Hintergrund. Los geht's. Lächeln. Die Lifestyle-Magazine werden darauf abfahren. Die Kamera liebt dich. Du bist ein Naturtalent. Was machst du da? Ich kreiere Magie. So geht's. Halte die Pose. Ich habe keine Zeit für sowas. Wow, atemberaubend. Ja, ich weiß. Wow, einfach wow. Warte mal. Da ist ja mein Strohhalm. Den habe ich schon gesucht. Und den kann ich gut gebrauchen. Ich trage Kleber entlang des Strohhalms auf. Aber ich lasse einen kleinen Bereich frei. Jetzt klebe ich einen zweiten Strohhalm ran. Und dann noch mehr. Bis ich das hier habe. Das kommt erstmal zur Seite. Jetzt stecke ich zwei Strohhalme ineinander. Das mache ich nochmal. Jetzt habe ich einen Rahmen. Auf den lege ich die anderen Strohhalme drauf. Und schon habe ich eine super bequeme Lounge-Liege. Ich würde mich da drauflegen. Ich werde die gleich meiner Puppe zeigen. Sie wird sie lieben. Ist genau, was sie braucht. Sie wird sich schön entspannen. Ich bin echt zufrieden damit. Oh je. Oh, das ist toll. Juhu. Oh, eine Actionaufnahme. Ich fühle mich so gut. Hör, hör. Wow. Oh nein. Was habe ich getan? Der Stuhl, er ist kaputt. Das hätte ich mir gerne länger angeguckt. Hör auf zu lachen. Oh, unglaublich. Wow, eine neue Puppe. Wie die wohl aussieht. Finden wir es heraus. Wow, so futuristisch. Aber sie braucht ein Bad. Ich tauche sie ins Wasser. Hoffe, es ist warm genug. Und jetzt passiert die Magie. Das Wasser verändert seine Farbe. Ich sehe was. Ich glaube, sie ist fertig. Was für eine Verwandlung. Du bist wunderschön. Jetzt richten wir deine Haare. Wow, so schick. Ich liebe diese Farben. Ich wünschte, mein Haar wäre auch so. Sie hat so viel Glück. Das Leben ist echt gemein. Warum weinst du? Ich will auch eine Puppe. Oh, du bist so bedürftig. Hier, nimm die. Wow, heute ist mein Glückstag. Warte mal. Ach ja, hätte ich fast vergessen. Ich hab's hier. Fang! Ist ein bisschen seltsam, aber ich beschwere mich nicht. Das macht Spaß. Ich amüsiere mich prächtig. Bist du bereit? Los geht's! Schneller, gib Gas! Ich fange gerade erst an. Ich liebe den Wind in meinem Haar. Dudut! Was ist denn hier los? Oh, ich habe einen Käfer verschluckt. Haben Sie überhaupt einen Führerschein? Oh nein, der Blumentopf. Guck, was du gemacht hast. Ihr steckt in Schwierigkeiten. Ihr werdet das aufräumen. Wir machen keine Witze. So schlimm ist das doch nicht. Ihr übertreibt total.
Gib mir den Besen. Der ist schwer. Ein wenig Hilfe. Komm schon, wie soll ich das denn machen? Ich bin offen für Vorschläge. Das wird nicht klappen. Dann werdet ihr eben staubsaugen. Los geht's. Puh, das ist doch lächerlich. Leg los. Ich glaube, der ist kaputt. Das habe ich schon mal gehört. Worauf wartest du noch? Schau mich nicht so an. Wir müssen uns was einfallen lassen. Warte mal. Ich glaube, ich hab's. Ich brauche diesen Pinsel. Der wird die Aufgabe erfüllen. Die Borsten sind schön weich. Ich nehme die ab. Das war der einfache Teil. Ich habe ein Stück Pappe ausgeschnitten und das klebe ich auf die Borsten. Das gleiche auf der anderen Seite. Jetzt brauche ich einen Lutscherstiel. Ich wickle den in blaue Pappe ein. Das muss schön eng anliegen. Genau so. Und mit Klebeband befestigen, oben und unten. Jetzt bringe ich den Besen an. Mit dem wird's gehen. Aber wir brauchen noch eine Schaufel. Ich habe orangefarbenen Karton, aus dem ich diese Form ausgeschnitten habe. Auf den Rand des größeren Teils trage ich Kleber auf und klebe dann das andere Stück dran. Jetzt fehlt noch ein Griff. Für den nehme ich wieder einen Lutscherstiel. Den klebe ich einfach an. Das war's schon. Wow! Jetzt wird's sauber gemacht. Wirklich? Das ist eine tolle Idee. Das wird dich umhauen. Ich mag keine manuelle Arbeit. Ich bevorzuge Gadgets. So wie diesen Mini-Staubsauger. Der ist so niedlich. Und der saugt den Schmutz einfach auf. Wow, beeindruckend. Und der gehört mir. Hier für dich. Mach dich an die Arbeit. Das ist unfair. Ich saß nicht mal am Steuer. Es soll blitzeblank werden. Bla bla bla. Und du nimmst das. Danke. Bringen wir es hinter uns. Unfassbar, dass du mich dazu zwingst. Hoffe, das geht schnell. Wir sind fertig. Sieht gut aus, stimmt's? Habt ihr toll gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich. Aber mach das nie wieder. Yay! Oh, hallo Tischnachbarin. Wenn ich sie ignoriere, haut sie vielleicht ab. Du bist nicht sehr gesprächig, was? Ich werde Musik hören, dann muss ich ihr nicht zuhören. Wow, der fliegt. Das ist wirklich ein Airport. Hey, komm zurück. Huh, Vorsicht. Schnapp's dir. Phew, das war verrückt. Sei ehrlich, ist das okay? Ich glaub nicht. Das ist so schlimm. Ich krieg das hin. Ich wisch das an meinem Shirt ab. So gut wie neu. Aber es geht noch besser. Ich mache einen Barbie-Aufkleber drauf. Dann brauche ich einen pinken Stift. Ich färbe das Gehäuse ein. Ich bemale es komplett. Aber nicht über den Aufkleber. Fast fertig. Jetzt mache ich den Aufkleber ab. Guck's dir an. Hoffe, das gefällt dir. Wow, das ist perfekt. Oh, diese Reaktion habe ich erwartet. Genau, was ich mir gewünscht habe. Hey, willst du mit mir Musik hören? Hier hast du. Wow, wer schreit da? Ich singe das. Habe ich selbst geschrieben. Willkommen zum Kunstunterricht. Heute erschaffen wir Meisterwerke. Das wird lustig. Ich habe etwas Besonderes geplant. Schaut euch das an. Das habe ich selbst gemalt. Oh, sieht aus wie ich. Ich bin ein Model. Sicher, okay. Ich möchte, dass ihr etwas Ähnliches zeichnet. Schätze, das schaffe ich. Lass mich nachdenken. Okay, los geht's. Das wird toll aussehen. Wow, das ist perfekt. Ist ziemlich gut. Aber ich mache meine Zeichnung bunt. Ist schwieriger, als ich dachte. Das kann in den Müll. Nochmal von vorne. Langsam, langsam. Oh, komm schon. Das ist voll schwer. Total nervig. Was hast du getan? Das war ein Versehen. Ich wisch das weg. So geht das nicht. Es ist ruiniert. Das tut mir echt leid. Hä? Was ist das? Ups, ich habe Farbe am Finger. Warte, ich habe eine Idee. Ich habe Skizzen auf zwei Zettel gemacht. Die übertrage ich auf Karton. Jetzt brauche ich einen Kreis und ein Rechteck aus Pappe. Da klebe ich den Kopf und die Barbie-Schablone drauf. Jetzt kommt noch rosa Pappe drauf. Genauso wollte ich das. Ist wie ein Stempel. Hä? Was ist das? Hey, guck's dir an. Das wird dir gefallen. Ich brauche so einen Roller. Mit dem trage ich die Farbe auf. Ich rolle einfach über den Stempel, damit der bedeckt ist. Dann drücke ich den aufs Papier. Das mache ich auch mit dem Barbie-Stempel. Ich will keinen Fleck freilassen. So geht's.
Dann drücke ich den aufs Papier. Das hat geklappt. Was sagst du dazu? Ist ziemlich gut, stimmt's? Ich habe hart daran gearbeitet. Hey, ich weiß, was ich mache. Dafür brauche ich meinen goldenen Stift. Ich kann mein Bild noch retten. Ich zeichne um den Rand des Farbflecks. Ich gehe komplett rundherum. Dabei lasse ich mir Zeit. Das soll ja perfekt werden. Jetzt zum nächsten Schritt. Ich male den Kopf schwarz aus. Aber nicht über die Linien malen. Und schon habe ich eine Silhouette. Wow, das sieht toll aus. Tada! Ich weiß, das ist fantastisch. Hä? Wow! Diese Reaktion habe ich erwartet. Oh, ihr seid fertig. Ignoriere sie. Mein Bild ist besser. Ausgezeichnete Arbeit. Ihr seid beide sehr künstlerisch. Tolle Arbeit. Er mag meins lieber. Ich bin gerade voll glücklich. Zeit für eine Lippenstiftauffrischung. Dieser Farbton ist wunderschön. Der steht mir. Sieht gut aus. Ich habe auch Lippenstift. Ich bevorzuge was Auffälligeres. Das kitzelt. Warte, was ist das? Ein kleiner Hauch Parfüm. Ah, riecht wie eine Sommerwiese. Ich verdiene nur das Beste. Ich muss Parfüm finden. Lufterfrischer tut's auch. Du bist nicht die Einzige, die gut riechen kann. Das brennt in der Nase. Igitt, mein Notizbuch. Nimm das weg von mir. Das war ekelhaft. Warum müssen wir nebeneinander sitzen? Das war ein Geschenk. Moment mal. Ich muss meine Parfümflasche sehen. Die bringt mich auf eine Idee. Ja, das könnte klappen. Das wird toll werden. Ich brauche ein rosa Blatt. Das falte ich jetzt. Wichtig ist, dass die Ränder übereinstimmen. Jetzt brauche ich einen schwarzen Stift. Ich zeichne ein langes Rechteck drauf, aber die Ecken werden rund. Denn es wird ein Glas. Jetzt kommen Aufkleber drauf. Das soll nämlich schön bunt werden. Dann schneide ich das Glas aus. Aber der Deckel bleibt dran. Für den nächsten Schritt brauche ich eine Ziploc-Tüte. Ich halte sie auf und gieße Shampoo rein. Fast geschafft. Aber da muss noch Glitzer rein. Das soll nämlich funkeln. Jetzt schließe ich die Tüte und klappe den oberen Rand um. Ich mische das Shampoo mit dem Glitzer. Das fühlt sich gut an. Die kommt jetzt ins Blatt. Damit bedecke ich den Ausschnitt. Ich muss sie noch fixieren. Dafür nehme ich Klebeband. So verrutscht sie nicht. Jetzt brauche ich doppelseitiges Klebeband und ziehe gleich den Schutzstreifen ab. Ich habe einige Blätter zusammengetackert. Die klebe ich aufs doppelseitige Klebeband. Mein neues Notizbuch. Schau nur, wie sich der Glitzer bewegt. Ich spüre, wie mein Stress dahin schmilzt. Das macht mich glücklich. Hä? Was hast du gesagt? Wow, unglaublich. Wo hat sie das her? Ich will auch so ein cooles Notizbuch. Niemand darf zugucken. Ich muss schnell sein. Was machst du da? Guck's dir an. Was ist das? Mein super cooles Notizbuch ist schön weich und matschig. Ich will das nicht sehen. Das macht mich nervös. Aber mein Notizbuch beruhigt mich wieder. Hi, Ken. Mir gefällt dieses Outfit nicht. Wir brauchen einen Kostümwechsel. Du kannst Gedanken lesen. Das ist es auch nicht. Versuchen wir es nochmal. Das ist besser, aber... Okay, noch einmal. Ja. Das passt schon besser. Bereit für die Schule? Das bin ich, Barbie. Keine Ahnung, wie wir das gemacht haben. In der Barbie-Welt ist alles möglich. Bis später. Ich bin hungrig. Und ich habe diesen Snack. Lecker. Der ist so gut. Hä? Was machst du da? Bekomme ich was ab? Nein. Das ist meiner. Ich teile mein Essen nicht. Ich wusste, dass sie das sagt. Warte. Ich habe eine Idee. Ja. Ich weiß, was zu tun ist. Ich fange besser an. Das wird echt gut. Zuerst zeichne ich ein Oval. Dann kommen die Details. Jetzt kann ich's ausmalen. Ich nehme einen rosa Stift. Das ist für die Jungen. Dann nehme ich rot für die Buchstaben. Ich will jetzt keinen Fehler machen. Also lasse ich mir Zeit. Sieht toll aus. Ich schneide es jetzt aus und leg's erstmal beiseite. Ich habe noch mehr zu tun. Ich habe das aus rosa Karton ausgeschnitten und in Abschnitte gefaltet. Die Falten habe ich leicht eingeritzt. So kann ich's leichter umklappen. Jetzt trage ich hier Kleber auf. Ich brauche nicht viel. Nur so viel, dass es kleben bleibt. Das klappe ich jetzt um und drück's an. Das mache ich auch mit der anderen Seite. Davon brauche ich mehr. Ich habe jedes Teil beschriftet. Jetzt lege ich sie auf ein großes Blatt, klappe die Seiten drüber und falte es.
als ob ich ein Geschenk einpacke. Das sieht doch langweilig aus. Aber gleich sieht's besser aus. Ich habe diesen kleinen Aufkleber gemacht. Jetzt schneide ich die Seiten ab. Das soll wie die Verpackung vom Schokoriegel aussehen. Daher schneide ich kleine Dreiecke aus den Rändern aus. Dann umdrehen. Jetzt kommt mein Logo drauf. Aber ohne Falten. Da fehlt noch was. Ich male noch Herzen drauf. Zuerst vorzeichnen und dann rot ausmalen. Oh, sieht süß aus. Nur noch ein paar Herzen. Und das war's schon. Jetzt habe ich Hunger. Hey Barbie, willst du tauschen? Wow, das ist schön rosa. Ich will das. Na klar, dass du das sagst. Ich liebe es. Das ist so aufregend. Ich weiß, dass das schmecken wird. Wow, guck dir das an. Lecker, lecker. Ha, ich hab die echte Schokolade. Was ist das? Okay, das ist seltsam. Du dachtest, das wäre Schokolade? Ja, offensichtlich. Oh, mir ist voll langweilig. Ich dachte, dieser Kurs wäre lustig. Ich lag total falsch. Wo ist mein Bleistift hin? Hey, was machst du da? Ich brauche einen Stift. Aber das war meiner. Naja, ich hab noch einen. Wo war ich jetzt? Oh, nicht schon wieder. Gib mir den. Oh nein, den nicht. Lass los. Schau, was du gemacht hast. Das warst du. Ich brauchte diesen Stift. Dann feile ich mir eben meine Nägel. Oh, du bist echt schlimm. Hey, ich habe eine tolle Idee. Zeit für eine Maniküre. Ich klebe doppelseitiges Klebeband auf meine Fingernägel und da klebe ich einen Stift an. Das gleiche mache ich mit den anderen Nägeln. Wow, so bunt. Besser als in jedem Salon. Ich bin so schick. Und das ist praktisch. Eine Bewegung mit meinem Finger und ich habe ein süßes Herz. Sind okay. Zurück zur Klassenarbeit. Gib mir den Stift. Huh? Was? Das sind meine Stifte. Und du bekommst keinen davon. Bye. Was? Was ist hier los? Ach, vergiss, dass ich gefragt habe. Ich bleib bei meinen Nägeln. Wow. Guck dir das an. Ich will anfangen. Hey, ja. Wie hast du das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Okay, das habe ich nicht erwartet. Guck dir das an. Es sind so viele. Ich glaube, das sind alle. Wow, die sind so matschig. Hm, und sehen lecker aus. Wie sind die? Fantastisch. Die sind saftig und köstlich. Okay, ich bin dran. Ich kann keine Karate. Also schneide ich die auf. Das ist so spannend. Wow, das ist Wackelpudding. Guck, wie der wackelt. Guck doch mal. Los, probier schon. Das werde ich. Oh, wow. Das ist köstlich. Hä? Was ist hier los? Lexi, ich habe Angst. Das gefällt mir nicht. Wo sind wir? Oh, schöne Klamotten, Leo. Sieht gut aus. Was ist, Barbie? Ich soll den Deckel hochheben? Okay. Hä? Eine Schale Zucker? Ziemlich süß. Okay, jetzt ich. Ich habe auch Zucker. Ich hatte was anderes erwartet. Und was machen wir damit? Ah, ich habe eine Idee. Ich brauche diesen Spieß und einen Topf. Jetzt wird gekocht. Ich gebe den Zucker in den Topf. Dann kommt Wasser dazu. Das müsste reichen. Ich drehe den Herd hoch und rühre um. Ich warte, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Dann kommt der Topf vom Herd. Ich lasse das etwas abkühlen und gieße es dann ins Glas. Ich will nicht klempern. Das ist flüssiges Gold. Aber sieht noch langweilig aus. Also mache ich Lebensmittelfarbe rein. Dann umrühren. Guck dir die Farbe an. Ich wälze den Spieß im Zucker. Dann stecke ich ihn ins Glas. Jetzt warte ich. Das sollte nicht lange dauern. Jeden Moment. Guck mal. Sieht aus wie ein Kristalllolli. Ich kann es kaum erwarten, den zu probieren. Sieht köstlich aus. Der ist echt gut. Wie soll ich das übertreffen? Ich muss nachdenken. Warte mal. Ich hab's. Ich nehme die. Freut mich, dich kennenzulernen. Lexi hat keine Ahnung. Der ist fantastisch. Warte, wo ist meine Puppe? Das ist ja handlich. Ich habe mir Appetit geholt. So viel Geschmack. Die saß doch gerade noch hier. Hast du meine Barbie gesehen? Deine was? Hier ist sie.
Sie sieht irgendwie anders aus. Was hast du getan, Leo? Wovon redest du? Ich kann's nicht glauben. Sie ist eine Ente. Sie war noch so jung. Ich bin echt traurig. Vielleicht kriege ich das ja wieder hin. Guck mal. Barbie kämmt mir die Haare. Das ist lustig. Aber sie sieht trotzdem komisch aus. Wenigstens schmeckt mein Lolli gut. Es gibt nur einen Teller. Und ich mach den auf. Nein, ich. Ich mein's ernst. Oh, okay. Machen wir's zusammen. Gute Idee. Oh, Bonbons und Maiskörner. Ich will die Süßigkeiten. Nein, ich hab die zuerst gesehen. Lass los. Die gehören mir. Hör auf damit, Lexi. Guck, was du gemacht hast. Ich? Du hast angefangen. Das ist deine Schuld. Es reicht. Ich weiß, was zu tun ist. Wir teilen die. Damit kann ich leben. Was sollte das? Nicht so schnell. Du brauchst einen Handschuh. Zieh ihn an. Ist das wirklich notwendig? Ich zieh ihn an. Zufrieden? Ja, bin ich. Jetzt zu den Süßigkeiten. Ich mach sie ins Glas. Grüne Bonbons. Mag ich. Pah, bitte. Jeder weiß, dass die blauen die besten sind. Guck sie dir doch an. Ich brauch was aus meiner Handtasche. Ich hab immer mein Glätteisen dabei. Man weiß nie, wann ein Haarnotfall kommt. Was hast du vor? Ich hab eine tolle Idee. Ich leg ein Bonbon aufs Glätteisen und daneben ein Maiskorn. Und los. Das wird eine Weile dauern. So machst du das, ja? Gib mir die Körner. Ich verteile die auf dem Teller. Dann kommen die blauen Bonbons dazu. Das müsste reichen. Ich habe mein Bügeleisen dabei. Ich hasse zerknitterte Kleidung. Das Eisen bereitet meine Körner zu. Wow, hast du das gesehen? Ich habe Popcorn gemacht und es ist blau. Ich hab's. Lecker. Warte, mein Handschuh. Ich glaube, ich hab alle. Und jetzt wird gegessen. Das ist echt gut. Lexi? Das dauert länger, als ich dachte. Es ist geplatzt. Ich wusste, dass das klappt. Meine Zähne. Was ist gerade passiert? Mach dir darüber keine Gedanken. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich stecke es in den Handschuh. Ist nicht viel, aber dafür lecker. Fertig? Los! Ich hab's. Du warst zu langsam, Leo. Was? Ich wollte den blauen. Ich bin zufrieden damit. Worauf warten wir? Ist ganz schön zäh. Ich mache eine riesige Blase. Schau mal. Ha, das war nur zur Übung. Ich bin dran. Rein mit dir, Kaugummi. Hey, langsam. Ich zeig dir eine riesige Blase. Beeindruckt, was? Das ist lustig. Ach, das war doch nichts. Willst du was Cooles sehen? Das hast du nicht erwartet, was? Ich fang grad erst an. Jetzt wird es ernst. Wow, was zum... Ich kann's nicht glauben. Wow, das war heftig. Was machst du da, Leo? Mach's richtig oder lass es. Du bist ein Amateur. Dir zeig ich's. Pass auf. Boah, das mache ich nie wieder. Das ist schön. Ich will anfangen. Weintrauben. Die sehen so saftig aus. Ich werde die gleich probieren. Was hast du? Guck dir das an. Ich hab Zuckerwatte. Wow, heute ist mein Glückstag. Ich bin zufrieden mit den Trauben. Hey, da ist was drunter. Das ist eine Glocke. Wozu die wohl gut ist? Sie haben geläutet, Madame. Gestatten Sie. Oh, danke. Wow, voll cool. Immer her damit. Daran könnte ich mich gewöhnen. Es ist mir ein Vergnügen, Madame. Ich verdiene das. Ich füttere mich einfach selbst. Ist keine Beschwerde. Zuckerwatte ist das Beste. Als würde man Wolken essen. Die ist so flauschig. Gibt's noch was Besseres? Ich glaube nicht. Ich bin so glücklich. Alle meine Träume werden gerade wahr. Nichts kann diesen Moment ruinieren. Hä? Was ist passiert? Oh, mein Ventilator ist kaputt. Hey, dreh dich!
Ah, das ist enttäuschend. Oh, hier drin ist es so heiß. Wenigstens habe ich mein Wasser. Das kühlt mich ab. Hey, das bringt mich auf eine Idee. Lexi, das musst du dir angucken. Ich stell das Wasser auf den Teller. Und dann tauche ich die Zuckerwatte da rein. Wow, guck mal. Die Zuckerwatte löst sich auf. Ist wie ein Zaubertrick. Jetzt habe ich ein köstliches Getränk. Aber ich friere das noch ein. Wow, ich habe ein Eis am Stiel. Und alles meins. Schlürf. Oh ja, das ist der gute Stoff. Neidisch? Aha. Wo hat er das her? Hey, er hat ein Eis. Was? Schon so spät? Ich muss los. Hey, komm zurück. Was? Muss ich die Trauben jetzt alleine essen? Warte mal. Ich habe eine Idee. Dafür brauche ich diese große Schüssel. Ja, mit der wird's gehen. Ich stell die auf den Boden. Und da kommen die Trauben rein. Jetzt zum lustigen Teil. Gut, dass ich mir die Füße gewaschen habe. Das fühlt sich irgendwie komisch an. Ist so matschig. Aber gefällt mir. Ich mache Traubensaft. Alles muss zerquetscht werden. Das müsste reichen. Ist ganz schön viel Saft. Puh, die ist schwer. Das war ein Workout. Ich gieße den ins Glas. Ups, ich habe geplempert. Ich hätte gerne noch den Butler. Hm, da fehlt noch was. Ich weiß. Obst. Diese Erdbeeren sehen frisch aus. Ich gebe die in meinen Drink. Den werde ich genießen. Aber ich will noch was machen. Ich will den einfrieren. Wow, mein eigenes Eis am Stiel. Wow, ich bin beeindruckt. Sieht fantastisch aus. Weintrauben und Erdbeeren. Lecker. Her damit. Mh, lecker. Ich kann nicht aufhören zu lecken. Stoßen wir an. Gut gemacht, Leo. Nimmt es auf? Ich bin voll nervös. Hi, Leute. Hi, Leute. Doreen, hier ist die Aufnahme. Hör auf damit. Versuch mal, origineller zu sein. Na egal, schaut mal, was ich habe. Eiscreme, ich schütte sie in dieses Glas. Seht ihr diese cremige Köstlichkeit? Wow, das ist so viel. Ich habe auch Eiscreme. Zwar nicht so viel, aber es ist Eiscreme. Und jetzt zu den Streuseln, die dürfen nicht fehlen. Schaut mal, wie schön bunt die sind. Hm, das sieht super aus. Na, ist doch nichts Besonderes. Aber Streusel sind ziemlich gut. Achtung, hier kommt die Schokosoße. Ja, offensichtlich stehe ich auf Süßes. Aber nicht meinen Zahnarzt verraten. Hm, gute Idee. Ich werde es aber nicht übertreiben. Dafür brauche ich einen riesigen Strohhalm. Kann's kaum erwarten, das zu kosten. Und los. Oh ja, so habe ich mir das vorgestellt. Leckeres muss nicht riesig sein. Das sieht köstlich aus. Hm, lecker. Ich habe das echt genossen. Uah, du bist voll nervig. Mir bleibt nur eins übrig. Du hast es so gewollt. Hey! Wow, wo sind wir? Sieht lustig aus. Schau dir das an. Warte, oh, ist ziemlich enttäuschend. Wow, das ist eine riesige Box Nudeln. Und was soll das sein? Kommt schon, eine Nudel, mehr nicht. Wow, schau dir das an. Ich hab voll Nudelneid. Die sehen so gut aus. Ich will die. Okay, bringen wir es hinter uns. Das wird ja nicht so lange dauern. Sollen das Essstäbchen sein? Die sind so winzig. Hab sie. Hoffe, das ist die beste Nudel aller Zeiten. Hm, nicht schlecht. Wie soll ich die denn alle essen? Das sind so viele. Angriff! Hä? Gib mir die Nudeln. Schon fertig. Aber ich habe noch Hunger. Ich brauche noch mehr zu essen. Vielleicht teilt Sky ihre Nudeln mit mir. Was soll das? Ich brauche größere Stäbchen. Die sind schon besser. Voll hypnotisierend. Ich will diese Nudeln. Ihr gehört mir. Hey, ist genau wie beim Stricken. Ich bin eine Nudelfressmaschine. Bleib locker, Sky. Oh oh, das ist nicht gut. Kannst du mir helfen? Mit Vergnügen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Hm, süße, süße Nudeln, wie ich euch vermisst habe. Miles, lass uns drüber reden. Hey, du wolltest meine Hilfe. Nein! Ich bin gerade so glücklich. Wow, der Raum dreht sich. Genau, was ich gebraucht habe. Danke, Sky, du bist die Beste. Hey, du hast es geschafft. Oh oh.
Bist du okay? Sollte ich ihr helfen? Aber die Nudeln, wäre schade, die zu verschwenden. Die Entscheidung fällt nicht schwer. Ich frag mich, was wir jetzt bekommen. Wow, schau dir diese Waffeln an. Oh, ich habe den kleinen Teller. Ist irgendwie ungerecht. Malz hat einen Turm. Viel Glück beim nächsten Mal. Reib mir das nicht noch unter die Nase. Ich will mit einem Manager sprechen. Ich mag dieses Spiel nicht. Oh yeah. Das muss ich mir jetzt anschauen. Hey Sky, magst du Zauberei? Ich lass diese Waffeln verschwinden. Gleich siehst du was Besonderes. Los geht's. Die sind ein bisschen zäh. Lassen sich nicht schneiden. Ich habe keine Zeit für sowas. Woraus sind die gemacht? Wow! Pass auf! Nein! Meine Waffeln! Hab sie! Die dürfen nicht runterfallen. Ich rette euch! Juhu! Das war knapp. Aber ist noch nicht vorbei. Ich muss sie alle fangen. Das war's. Wow! Hast du das gesehen? Oh oh! Wow! Das hat wehgetan. Aua, mein Kopf. Sag nichts. Warum passiert sowas immer mir? Bist du okay? Wichtig ist meine Frisur, die muss sitzen. Okay, Waffeln, jetzt wird's persönlich. Ich werde Schokosirup nehmen. Mit dem sollten sie weicher werden. Und noch viel leckerer. Ich spritz den einfach drauf. Wow, wie cool. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich glaube, ich bin verliebt. Ich glaube, du hast ein Problem. Ich beiß jetzt ab. Köstlich. Das könnte ich jeden Tag essen. Oh yeah. Brauchst du etwas Privatsphäre? Ignoriert sie einfach, Waffeln. Langsam wird's merkwürdig. Das war so gut. Das hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Okay, ich bin dran. Das könnte eine Weile dauern. Ich schneide mir ein kleines Stück ab. Ganz ehrlich, das ist nicht schwer. Lecker. Die ist so leicht und fluffig. Was machst du da? Ach, ich krieg keinen Bissen mehr runter. Im Anflug. Hey, daran könnte ich mich gewöhnen. Danke dafür. Ich glaube, du brauchst eine Diät. Bereit dafür? Och, der kleine Teller, das kann nicht stimmen. Endlich gibt's Eiscreme und ich bekomme nur das. Schau mal, ich habe noch nie so viel Eiscreme gesehen. Und alles gehört mir. Ich werde gleich reinhauen. Ich liebe Eiscreme. Ist meine Lieblingssorte. Darauf habe ich gewartet. Die ist perfekt. Bleib zurück, das wird unschön. Ich bin im Eiscreme-Himmel. Langsam. Kann nicht reden, muss essen, ist lecker. Hey, was ist los? Ich habe wohl ein Problem. Nicht gut. Und jetzt? Ich bin ein Eiswürfel. So kalt, ich spüre mein Gesicht nicht mehr. Ich hasse das. Hey, wird Zeit für einen Schneeengel. Das macht Spaß. Das musste sein. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Ich muss mich aufwärmen. Hey, vielleicht kann ich helfen. Hä? Sind das Föhne? Bring sie hierher. Jetzt drehe ich sie auf. Genau, was ich brauche. Das sind meine Föhne. Deshalb sieht meine Frisur so perfekt aus. Ich danke dir. Ich mache, was ich kann. Mein Held. Okay, jetzt probiere ich sie. Och, ist schon geschmolzen, wie unfair. Ist irgendwie lustig. Wow. Stopp. Gib mir deine Hand. Check mal diesen Move. Wie cool, heute muss mein Glückstag sein. Ein Becher Schokoaufstrich. Oh, das ist ja süß. Ist zwar klein, aber ich werde es genießen. So eine duftende Schokoköstlichkeit. Gibt's was Besseres? Dafür braucht man einen besonderen Löffel. Und der ist perfekt dafür. Sieht köstlich aus. Jeder liebt Schokolade, besonders ich. Danach muss ich ins Fitnessstudio. Aber das ist es mir wert. So lecker. Ist das gut? Wow, einfach nur wow. Oh, schon alle? Ist nichts mehr übrig. War ja auch kaum was drin.
Hey, ich weiß. Ich brauche heiße Milch. Ich fühle mich wie ein Riese. Die Milch kommt ins Glas. Aber nicht plempern. Ich mach's bis oben voll. Dann kommt der Deckel drauf. Und jetzt mixen. Kräftig schütteln. Das müsste reichen. Schon habe ich eine leckere Schokomilch. Und die ist fantastisch. Mmh, ich hätte gern mehr davon. Hey, es klemmt. Der direkte Weg ist oft besser. Hilf mir, bitte. Ich krieg das nicht ab. Mach's ab. Wer braucht schon einen Löffel? Was zum? Guck dir deinen Mund an. Uns bleibt nur eins übrig. Denkst du, was ich denke? Hey, Süße. Du bist so ein Charmeur. Schokolade. Fang mich. Lexi, warte. Huh? Guck mal das Auto. Das könnte eine Dusche vertragen, oder? Ich liebe schmutzige Fenster. Ich weiß schon, was ich draufschreibe. Guck, das sind wir. Zwei süße Turteltäubchen. Sind die nicht niedlich? Oh, mein Täubchen. Wie wär's mit einem Knutscher? Oh nein, mein Meisterwerk. Unverschämte Kinder. Oh, es wird Zeit für eine Challenge. Oh. Ha? Wo sind wir? Gefällt mir irgendwie. Was jetzt? Huh? Es wird Zeit, kreativ zu werden, Leute. Hier ist eure erste Challenge. Ein Wassertropfen. Wirklich? Oh ja, viel Spaß. Warte, ich weiß, was ich mache. Und der Anfang ist besonders wichtig. Der Wassertropfen ist meine Inspiration. Was kann ich aus dieser Form machen? Oh, guck dir diesen Fußabdruck an. Los geht's. Eine kräftige Umrandung ist sehr wichtig. Die macht alles schön auffällig. Genau wie meine Persönlichkeit, könnte man sagen. Okay, weiter geht's. Schattieren. Das gefällt mir sehr. Mit Weiß wirken sie noch lebendiger. Siehst du, was ich meine? Und fertig. Guck. Die sehen nass aus. Wow, echt schön. Danke. Die sehen wirklich nass aus. Ich muss nachdenken. Ja, ich bin fantastisch. Das werden wir ja noch sehen. Niemand darf meins sehen. Wie geheimnisvoll. Okay. Fertig? Ich denke schon. Cool. Die sehen auch nass aus, stimmt's? Darf ich anfassen? Hey, wie hast du das gemacht? Das klebt ja an mir. Oh nein. Haha, voll erwischt. Hoffentlich geht das wieder ab. Hier. Und wer gewinnt? Hey, guck dir mein Meisterwerk an. Wow, das ist überwältigend. Und deins? Tada, guck. Oh, das ist interessant. Interessant? Lexi gewinnt. Woohoo! Oh, sorry, Leo. Aber nur ein bisschen. Was kommt nun? Ich hatte gehofft, dass du das fragst. Mathe. Ach je. Das ist nicht schlimm, es geht nur um Kunst. Versteht ihr? Cool. Phew. Na gut, fangt an. Ich habe die Zahl 5. Ich habe eine 12. Ist viel höher als die 5. Ha, findest du das witzig? Nein, bitte. Lauf lieber weg. Wie unhöflich. Warte mal, mein Dinosaurier. Ich weiß, was ich mache. Und die 5 hilft mir dabei. Naja, das war mal eine 5. Jetzt ist es mein kleines Monster. Man erkennt die Zahl kaum noch. Oh, sieh dir seine kleinen Füße an. Die kompensieren seine gruseligen Beißerchen. Mit denen kann er sehr gut knurren. Aber ohne Farbe geht's natürlich nicht. Grün ist perfekt.
Wow, sieht gut aus. Ich habe die Zahl 5 zum Leben erweckt. Ciao. Ach, komm mir nicht zu nahe. Ich werde dich zerschneiden. Huh? Hier. Nicht ganz, was ich brauche. Ah, ich weiß. Aus der 12 mache ich den Gewinner. Am Ende wird alles passen. Noch ein paar gerade Linien. Und etwas Neues entsteht. Erkennst du schon, was es wird? Ich gebe dir einen Tipp. Es knurrt auch sehr gerne. Ein kleiner Löwe. Und meiner hat knallrote Haare. Feurig, oder? Und sein Körper wird leuchtend gelb. Die Beine darf ich nicht vergessen. Und fertig. Rah! Hab große Angst. Was? Ich werde dich auffressen. Dieses kleine Ding, der macht mir keine Angst. Wow! Na egal, wer hat gewonnen? Die sind beide großartig. Der Löwe. Yes, geschafft! Und der Dinosaurier. Wir haben beide gewonnen. Okay, das ist cool. Bereit für die nächste Challenge? Setzt eure Denkhütchen auf. Und haltet eure Pinsel bereit. Oh, wir sind sowas von bereit. Ich sowieso. Hier muss ich sehr vorsichtig sein. Die Kanten sind schwierig. Und diese Lippen. Das wird echt gut. Ich bin gut in diesem Realismus-Kram. Wow, ich komme gut voran. Wirklich sehr schön. Wow, so flexibel. Wie eine Windmühle. Oh. Wow. Und wie findest du es? Das ist wirklich bemerkenswert. Ich kann es kaum glauben. Hat sie gerade geblinzelt? Ziemlich cool, oder? Moment mal, was ist hier los? Ist das... Nein, das ist eine optische Täuschung. Lüg mich nicht an. Nein, mache ich nicht. Das ist eine Challenge. Ich weiß. Wow, das war ja verrückt. Verrückt geil. Hallo, jemand zu Hause? Juhu. Ah, ich weck den auf. Oh, oh je, ich bin eingenickt. Ganz offensichtlich. Okay, nun ist Barbie-Zeit. Bereit? Los. Barbie, ich liebe Barbie. Was? Als ob ich mit Barbies spiele. Okay, gut. Was soll's? Willst du einen Snack? Ich hab eine Idee. Was malt ihr denn da? Fast fertig. Nein, der Albtraum eines jeden Künstlers. Oh. Ich hoffe, ich habe hier noch einen drin. Was? Ups. Nein, das nicht. Ein Bänder? Kleber? Mit dem kann ich was anfangen. Hey, das kann ich nehmen. Oh yeah. Aber zuerst Kleber. Ich fange mit den Haaren an. Und meine Barbie bekommt eine Mähne. Okay, der Kleber ist drauf. Und nun den Oregano drüber streuen. Tada, wir haben Haare. Aber etwas Glanz fehlt noch. Und was ist besser als Gold? So geht's. Wie findest du es? Sieht für mich nach Sieg aus. Wow. Hey, meine Hände sind beschmiert. Vielleicht ist das ganz gut. Zuerst alles vorbereiten. Ich brauche viele Farben. Ups. Nun kommt Wasser dazu. Schau nur, wie sich der Zauber entfaltet. Wow, siehst du das? Schnell, Barbie, leg dich hin. Das ist fast wie beim Friseur. Aber viel süßer, wenn du verstehst, was ich meine. Wow. Ja, oder? Hallo, Regenbogenhaare. Sieht das nicht fabelhaft aus? So bunt. Mir gefällt es total gut. Also, welches ist besser? Meins? Huh? Wow, dieses Haar ist fantastisch. Und meins?
Die Farben des Regenbogens. Alle in einem Haarschopf? Wow. Ich entscheide mich für Lexi. Du hast gewonnen. Yay, wir haben es geschafft. Och, Manno. Okay, die sind schön. Hazel, Schätzchen, geht's dir gut? Niemals besser, Mama. Huh, du siehst furchtbar aus. Aber ich amüsiere mich prächtig. Ich denke, du solltest das iPad weglegen und ich weiß, was da zu tun ist. Dafür brauche ich Pappe, aus der schneide ich einen Rahmen aus in Tabletgröße. Jetzt brauche ich eine verschließbare Tüte und auch weißen Leim. Ich spritze den in die Tüte. Das müsste reichen. Da kommt noch schwarze Tinte rein. Das muss nicht viel sein. Dann die Tüte zumachen. Jetzt kommt der lustige Teil. Ich verteile den Kleber und vermische alles. Als nächstes nehme ich ein weißes Blatt und male mit einem Filzstift drauf. Ich wechsle auch die Farben. Sie sollen schön leuchtend sein. Das macht Spaß. Und ich weiß, dass Hazel es gefallen wird. Ich lege die Tüte oben aufs Papier und klebe den Rahmen drüber. Darauf kann ich jetzt mit einem Wattestäbchen malen. Dadurch scheint die Farbe durch. Nimm das, Hazel. Wow, das ist ja cool. Puh, ich bin erleichtert. Ich muss das iPad verstecken. Wow, das ist fantastisch. Olivia, bist du hier drin? Oh, mein Nagellack. Was hast du getan? Wow, ich sehe so hübsch aus. Oh, hi, Mami. Okay, tief durchatmen. Nee, das ist zu schlimm. Hab dich, mein Schatz. Was ist passiert? Oh. Ich bin ein Model, Papi. Schon verstanden. Ich muss das in Ordnung bringen. Hey, ich weiß auch schon wie. Bin gleich wieder da. Ich brauche diesen Becher. Zuerst muss ich was draufmalen. Ich skizziere einen Bogen auf den Becher. Den schneide ich mit einem Cutter aus. Ich folge einfach der Linie. Das brauche ich nicht. Ich entferne auch den Boden. Den stelle ich erstmal beiseite. Ich habe Ovale auf Pappe gezeichnet. Das werden Fingernägel. Jeder Nagel bekommt sein eigenes Design. Das wird total süß. Jetzt kommt durchsichtiges Klebeband drauf. Da darf keine Falte drin sein. Die schneide ich jetzt aus. Soweit, so gut. Ich nehme eine Pinzette, um sie aufzuheben. Und klebe sie auf den Becher. Ich ordne sie um das Loch an. Jetzt nehme ich einen rosa Stift und male den Rand an. Das soll perfekt aussehen. Und ich male noch Herzen drauf. Das soll ja süß aussehen. Ich denke, das reicht. Da kommt noch ein Barbie-Schild drauf. Damit bin ich zufrieden. Jetzt kommt der Boden wieder ran. Und es gibt noch mehr zu tun. Ich mache Kleber auf einen dünnen Streifen Schaumstoff. Den rolle ich um einen Holzspieß. Der muss fest sitzen. Genau so. Ich habe noch mehr falsche Nägel gemacht. Die klebe ich auf den Schaumstoff einmal komplett rundherum. Probieren wir es aus. Genau so wollte ich das. Der kommt jetzt in den Becher. Das war ziemlich einfach. Barbies Nagelstudio ist geöffnet. Oh, ich hatte einen furchtbaren Albtraum. Genau so, Schatz. Hä? Was ist da los? Wie sieht's aus? Wie stehen dir, Papa? Oh, du bist wach. Ich fühle mich so schick. Wow, sieht gut aus. Willst du auch mal, Mami? Was? Nein, du musst noch meine andere Hand machen. Mach dir mal. Bis später. Backen ist so entspannend. Und das dauert gar nicht lange. Hoffe, du hast Hunger, Hazel. Ich kann's kaum erwarten, Mami. Diese Bauarbeiten sind anstrengend. Das sag ich dir. Mit diesen Blöcken bin ich fertig. Was kann ich noch machen? Ich weiß. Ich werde Mami helfen. Ich schlag die Eier auf. Boom! Wow, das war lustig. Hast du das gesehen, Mami? Natürlich habe ich. Warte, was machst du da? Ich brauche diese Eier. Ich wusste, dass das passieren wird. Ich muss sie beschäftigen. Aber wie? Warte mal. Ich denke, ich weiß wie. Ja, das wird klappen. Ich brauche einen leeren Eierkarton. Los geht's. Ich muss den anmalen. Dafür nehme ich leuchtende Farben. Das soll ja Spaß machen. Ich bemale den Karton und zwar jeden Noppen. Kein Fleck darf frei bleiben. Ich mache bunte Abschnitte. Jeder bekommt eine andere Farbe. Jetzt schneide ich sie aus. Die platziere ich auf einem zweiten Eierkarton. Das ist wie ein Tetris-Spiel. Die Abschnitte müssen zusammenpassen. Genau so. Juhu, ich hab's geschafft. Das war toll. Jetzt zeige ich's Hazel. Schau mal, was ich hier habe.
Hä? Was ist das? Wow, ist das echt? Guck dir das an. Du haust mich um, Mami. Probier es aus. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich spüre den Druck, aber ich schaffe das. Und ich kann mich wieder dem Backen widmen. Warte, ich habe keine Eier mehr. Oh, wie ärgerlich. Was mache ich denn jetzt? Das sollte entspannend sein. Autsch, was war das? Hä? Eine Puppe? Warum liegen die Puppen auf der Couch rum? Da sind noch mehr. Sie okkupieren alles. Na, wenigstens ist Hazel glücklich. Ich setz mich hier hin. Ich möchte mein Buch lesen. Ah, nein! Hä? Was denn jetzt? Mach das nicht! Die Sache gerät außer Kontrolle. Warte mal. Schau dir das an. Ich weiß, was zu tun ist. Ich brauche ein Stück Pappe. Daraus schneide ich ein Quadrat aus. Jetzt runde ich noch die Ecken ab. Etwa so. Dann zerschneide ich diesen Strohhalm. Auf die Pappe trage ich jetzt Klebstoff auf. Da kommen die Strohhalmstücke ran. Der Kleber muss jetzt trocknen. Das muss gut halten. Dann klebe ich die Lehne an. Langsam nimmt er Gestalt an. Oben auf den Karton kommt Kleber drauf. Dafür benutze ich einen Pinsel. Der Kleber muss gleichmäßig verteilt werden. Dann streue ich Glitzer drüber. Wow, wie das glitzert. Ein Stuhl für eine Puppe. Hoffe, der gefällt ihr. Mach's dir bequem. Aber wir brauchen mehr Stühle. Wow, danke, Mama. Meine Puppen können sich jetzt ausruhen. Wow, sieht total entspannt aus. Au, nicht schon wieder. Auf wem sitze ich jetzt? Ups, das ist nicht gut. Ich tue so, als wäre nichts passiert. Hoffe, Hazel merkt das nicht. Es ist Urlaubszeit. Den brauche ich wirklich. Ich bin so aufgeregt. Aber wo ist Barbys Koffer? Wah, das ist ungerecht. Ich will auch ein Jetsetter sein. Das ist eine Puppe. Die braucht keinen Koffer. Tut mir leid, Barbie. Na gut, warte kurz. Hey, Butler. Ja, Madam. Was ist los? Du musst dir was einfallen lassen. Mal nachdenken. Ich denke, ich hab's. Zuerst brauche ich ein Blatt Papier. Ich stelle eine Schale drauf und zeichne drumrum. Damit bin ich fertig. Jetzt schneide ich das aus. Dann habe ich einen gezackten Streifen ausgeschnitten. Auf den trage ich Kleber drauf. Die Zacken müssen bedeckt sein, damit die auf dem Kreis kleben. Dazu müssen sie nach unten zeigen. Jetzt die Enden zusammenkleben und dann umdrehen. Dann noch bunt machen. Als nächstes müssen da Löcher rein. Dieses Teil ist perfekt dafür. Damit steche ich kleine Löcher rein. Ein schönes Muster. Jetzt brauche ich gelbe Wolle. Mit diesem Teil fädle ich die Wolle durch die Löcher. So entsteht eine Schlaufe. Genau so. Jetzt verknote ich die Wolle, damit sie nicht wieder rausrutscht. Dann ziehe ich die Wolle wieder nach vorne. Das mache ich so lange, bis ich das hier habe. Sieht aus wie goldenes Haar. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich habe dieses Gesicht gemalt. Das klebe ich hier drauf. Ich muss noch die Haare richten. Wie wär's mit Zöpfen? Wow, so schick. Sieht aus wie die Puppe. Und sie braucht noch eine Schleife im Haar. Ich habe schon die Rückseite gemacht. Jetzt verbinde ich sie. Dann zumachen und der Koffer ist fertig. Hier noch Klebeband drauf, dann bleibt er zu. Jetzt drehe ich den Koffer um und klebe die Pappräder an. Ich habe auch einen Griff angebracht. Damit bleibt er in seinem Platz. Der Griff gleitet nach oben und unten. Darin ist Platz für die wichtigen Dinge. Die Ohrringe. Man kann nie genug haben. Accessoires gehören zu jedem Outfit. Jetzt wieder zumachen. Ich denke, wir sind fertig. Warum dauert das so lange? Wow, guck mal. Meine Puppe hat auch einen Koffer. Der ist perfekt. Können wir jetzt los? Ich muss mich endlich freuen. Juhu! Tschüss, schicken Sie eine Postkarte. Meine Arbeit ist getan. Ich gehe jetzt zum Strand. Das wird meine beste Arbeit. Ein wissenschaftlicher Durchbruch. Wow, guck dir das an. Die verändert sich. Das ist so spannend. Ich glaube, das reicht. Schauen wir mal. Wow, ich bin so glücklich. Eine Sache gibt's noch zu tun. Es fehlt noch ein Tropfen von meinem Supergeheimtrank. Gleich geht's los. Was ist passiert? Hi, wie geht's denn so? Oh, du kommst mit. Okay. Gehen wir. Langsamer.
Das ist mein Zuhause. Mach's dir bequem. Bin gleich wieder da. Klar, lass dir Zeit. Hoffe, du magst Tee. Den habe ich frisch gemacht. Ich hatte noch nie einen. Ich probier mal. Oh, lass uns ein Selfie machen. Klingt gut. Setz dich in Szene. Oh, das ist gut. Lass uns mal sehen. Ich bin nicht gut getroffen. Sehe ich so schlimm aus? Guck dir die Pickel an. Die sind riesig. Mach das ja nicht. Hier wird nicht ausgedrückt. Nein, mach das nicht. Warte kurz. Das ist meine Chance. Magst du Sahne im Tee? Ich habe ein Beauty-Kit. Hä? Oh, toll. Alles, was wir brauchen, ist hier drin. Guck dir das an. Ich werde es probieren. Ich trage die Maske auf deine Haut auf. Das kitzelt. Aber mach weiter. Wow, ist wie im Spa. Oh, es kommt noch mehr. Die klebe ich auf deine Pickel. Wow, guck dir das an. Ich fühle mich so schick. Und jetzt abziehen. Das kann ich. Oh, das fühlt sich komisch an. Aber irgendwie gut. Glaubst du, das hat geklappt? Schätze, ich werde es gleich sehen. Gleich geschafft. Das war alles. Wie sehe ich aus? Die Pickel sind weg. Danke, du bist die Beste. Nicht der Rede wert. Den habe ich mir verdient. Schmeckt anders. So cremig. Was ist hier noch drin? Oh, was ist das? Ein Eyeliner. Das wollte ich schon immer probieren. Ich bin ein Naturtalent. Jetzt kann ich dein Make-up machen. Meins ist fein. Gib mir den. Halt jetzt still. Ich mach das mit dem Pinsel. Oh, das sieht gut aus. Schon besser. Ich hol dir den Spiegel. Was sagst du dazu? Wirklich? Dein Ernst? Gefällt's dir? Was denkst du denn? Ich kann das noch ändern. Warte hier. Und dann hat Ken etwas Lustiges gemacht. Hey Mädels, ich habe ein Problem. Es gab ein kleines Make-up-Desaster. Was für ein Albtraum. Ja, ich weiß. Den brauchst du. Ein Lolli? Was soll ich mit dem machen? Überleg mal. Ah, ich hab's. Danke, Mädels. Der wird alles lösen. Was? Ein Spielzeug-Lolli? Ich bin verwirrt. Vertrau mir. Ich kleb die um deine Augen an. Das sieht so bunt aus. Wow, fantastisch. Daran hätte ich nie gedacht. So schön bunt. Fast vergessen. Ich brauch das nicht. Ich kenne einen Trick. Ich mache Lippenstift auf die Wimpernzange. Dann drücke ich die auf meine Lippen. Ist perfekt aufgetragen. Das mache ich auch mit meiner Unterlippe. Geht schnell und einfach. Und sieht toll aus. Beeindruckend, stimmt's? Du bist ja ein Make-up-Guru. Möchtest du was? Oh, danke. Genau, was ich brauche. Der ist kalt. Soll das ein Witz sein? Das kann ich nicht anlassen. Wir brauchen ein Outfitwechsel. Na los. Hier sind meine Klamotten. Mädchen, wir müssen mal shoppen gehen. Was haben wir denn hier? Nee, niemals. Das hast du gekauft? Schätze, wir müssen den nehmen. Gute Wahl. Wie sehe ich aus? Ich sag lieber nichts. Was? Mir gefällt's. Fein. Wie ist das? Das ist besser. Nein, überhaupt nicht. Wow, ein mäkliges Publikum. Das ist niedlich. Wir müssen reden. Ich hab nichts anderes. Oh, ich habe eine Idee. Wird Zeit für Online-Shopping. Das geht nicht. Nee, warte, das ist das Kleid. Ausverkauft? Oh, typisch. Warte mal. Ich frag mich. Ich hab's. Die nehme ich. Ich brauche keine Dusche, oder doch? Ich brauche das Material. Ich nehme die auseinander. Oh, klar, wusste ich. Ich befestige das an deinem Rock und ich wechsle die Farben. Genau so. Wow, das sieht toll aus. Was für ein Unterschied. Wow, gefällt mir. Nein, ich fühl's nicht. Nein?
Oh, ich habe eine Idee. Gib mir eine Sekunde. Was machst du da? Entspann dich, die ist sauber. Guck dir das an. Ich brauche nur mein Höschen. Was ist hier los? Ich ziehe das Band durch und lege es um meinen Hals. Auch auf der anderen Seite. Jetzt ziehe ich das durch die Seite des Höschens. Genau so. Und auch auf der anderen Seite. Dann das Band straff ziehen. Und um meine Taille binden. Das muss schön fest sitzen. Und fertig. Guck's dir an. Das ist ein tolles Outfit. Wow, gut gemacht. Schön, dass es dir gefällt. Ich habe etwas für dich. Das hast du verdient. Ich habe die für einen besonderen Moment aufgehoben. Hier ist sie. Wow, die ist wunderschön. Dreh dich um. Ich kann's nicht glauben. Das ist echt lieb von dir. Die ist wunderschön. Wir müssen noch deine Haare machen. Oh, die hätte ich vergessen. Ich schüttle sie. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ich fühle mich wie ein Model. Was für eine Verwandlung. Ich danke dir. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Komm her. Ich liebe ein Happy End. Hier gibt's nichts mehr für mich zu tun. Ich will, dass dieser Moment nie zu Ende geht. Hä? Wo ist sie hin? War das alles nur ein Traum? Wenigstens habe ich dich noch. Okay, ich muss los. Bis später. Mach's gut. Hey, Barbie. Willst du mit mir abhängen? Oh, danke dir. Ich wollte mal was anderes ausprobieren. Ich liebe es, Zeit mit dir zu verbringen. Hä? Ist das deine neue Puppe? Darf ich mal sehen? Nein, das ist meine. Gib schon her, die gehört jetzt mir. Hey, ganz langsam. Nein. Oh, sie ist hübsch. Ich glaube, sie will eine Runde drehen. Was sagst du, Blondie? Brumm, brumm. Wow, ich liebe den Wind in meinen Haaren. Das ist langweilig. Warum ist die Puppe nicht auf der Party? Weil sie keinen Körper hatte. Du Monster! Ha, das war ein guter Scherz. Haha, fang! Ich habe plötzlich Kopfschmerzen. Ich muss los. Barbie, alles okay? Ich kann nicht glauben, dass er das getan hat. Keine Sorge, ich helfe dir. Schau, du siehst aus wie neu. Naja, nicht ganz. Du brauchst ein Makeover. Wow, schau mal, Barbie. Das ist genau, was du brauchst. Deine Haare sehen scheußlich aus. Hey, ich kann dich hören. Worauf warten wir noch? Rasieren wir es ab. Nicht bewegen. Das dauert nicht lange. Der Glatzenlook steht dir bestimmt. Du es nicht. Leg den Rasierer weg. Nichts da. Du wirst es lieben. Das bezweifle ich stark. Wow, dein Kopf glänzt total. Meine schönen blonden Locken. Warte nur, bis du schläfst. Fast fertig. Warum machst du sowas? Ernsthaft? Das ist nicht cool. Jetzt brauche ich eine Nadel. Damit verpasse ich dir eine neue Frisur. Ich drücke die Nadel in Barbies Kopf. Und die Haare bleiben an Ort und Stelle. Das ist wie eine Haarverlängerung. Das läuft doch super. Vertrau mir, es wird toll aussehen. Es kann nicht schlimmer sein als ein rasierter Kopf. Ich muss mir nur Zeit nehmen. Und die letzte Strähne, die sehe ich aus. Wow, das ist großartig. Aber wir brauchen etwas Farbe. Ich bemale eine Mascara-Bürste mit Nagellack. Und dann bürste ich durch deine Haare. Wow, diese Farbe steht dir richtig gut. Gute Wahl. Ich wollte meine Haare schon immer färben. Aber Ken steht total auf mein blondes Haar. Das sollte reichen. Jetzt kommen wir zu den Accessoires. Diese Ohrringe sind toll. Oh, wie schick. Wow, du siehst umwerfend aus. Ich liebe es. Also, was nun? Dieses Outfit wird süß aussehen. Das schmeichelt deinem Haar. Oh, ich fühle mich so stylisch. Du hast echt Sinn für Mode. Ich kenne noch jemanden, dem es gefällt. Hey, du. Wow, du siehst wunderschön aus. Oh, ihr zwei werdet ein süßes Paar. Ich werde ganz emotional. Küsst euch. Wie könnte ich sie nicht küssen? Ich habe einen Freund. Nein, ich habe meine Zähne nicht geputzt. Ich rieche es. Oh, gleich passiert es. Es ist wie ein Märchen. Oh, wow, du hast noch eine Puppe. Oh, die küssen sich. Du musst echt alles ruinieren. Ich hab was für dich. Hehe, viel Spaß. Wie ekelhaft. Und was dich angeht? Au. Was für ein Schlag. Ich meine, er ist hingefallen.
Wuhu! Schau, du kannst fliegen. Höher, höher. Das macht Spaß. Ich habe so viel Spaß mit dir. Ich werde echt nicht genug bezahlt. Hey, Kleine, dein Paket. Echt? Für mich? Bin gleich wieder da, Barbie. Hey, lass dir Zeit. Ich bin einmal weg. Was das wohl ist? Steht kein Absender drauf? Interessant. Nun, ich mach's einfach auf. Hallo? Was ist das? Du siehst das doch auch, oder? Wow, was ist das? Ich bin deine neue Puppe. Du bist unheimlich. Warte. Das ist seltsam. Sie kopiert alles, was ich mache. Moment mal. Das ist echt lustig. Und etwas langweilig. Okay, peppen wir es auf. Ich kann auch tanzen. Schau dir diese Moves an. Ja, nur langweilig, Barbie. Freestyle. Das ist meine Chance. Nein, was machst du da? Nimm das. Hey, hör auf. Ich kann nicht hinsehen. Ich hab die Kontrolle hier. Warum tust du das? Ich bin es nur. Was? Komm zurück. Der ist echt schrecklich. Na, 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 na. Wow. Barbie, alles okay? Mir ging's schon besser. Sprechen wir nicht darüber. Tut mir so leid. Wir müssen dich sauber machen. Alles wird gut. Bitte beeil dich. Das stinkt. Wir müssen diese Pickel ausdrücken. Wow, das ist ganz schön viel Eiter. Der ist riesig. Ekelhaft. Aber macht irgendwie süchtig. Igitt. Wir müssen dir einen guten Reiniger besorgen. Das hört ja nie auf. Danke, dass du das machst, Liebes. Das ist wahre Freundschaft. Das macht echt Spaß. Was nun? Ich weiß. Ich brauche Zahnpasta. Ich gebe es auf dein Gesicht. Deine Haut wird leuchten. Echt? Das fühlt sich gut an. Moment mal. Oh, minzig. Du verdienst nur das Beste. Diese Goldplättchen sorgen für etwas Glanz. Du verwöhnst mich richtig. Ich komme selbst nie dazu. Das ist schön, weißt du? Wie ein Spartag. Wenigstens habe ich meine... Nein! Jetzt können wir schrubben. Halt still. Dadurch wird der Schlamm entfernt. Das kitzelt. Wie fühlt sich das an? Oh ja, das ist gut. Das gefällt mir. Ah, so entspannend. Du strahlst total. Jetzt zu deinen Haaren. Wie wäre es mit einem Dupp? Irgendwas fehlt noch. Vielleicht ein neuer Mantel. Das ist besser. Wow, ich fühle mich so schön. Achtung, Jungs. Ich werde eure Herzen stehlen. Ich liebe das neue Outfit. Du hast einen ausgezeichneten Geschmack. Du siehst fabelhaft aus. Ich bin echt neidisch. Ich möchte ein Foto machen. Posiere. Du bist der Hammer. Schauen wir sie an. Wow, die müssen wir posten. Du bist einfach wunderschön. Das gibt's nicht. Schau dir diese Likes an. Ich will schön ausgehen. Achtung, Hollywood, ich komme. Ich werde zum Star. Alle meine Träume werden wahr. Ich bin nicht zu bremsen. Zeit, ins Bett zu gehen. Du brauchst deinen Schönheitsschlaf. Du auch? Du brauchst ihn. Süße Träume. Und ich habe etwas Zeit für mich. Ich schalte den Fernseher ein. Hä? Oh, was ist das? Platze einen Ball mit einer Nadel. Wow. Nimm dann ein Stück blauen Stoff. Und einen Streifen gelben Stoff. Schneide den gelben Stoff in die Form einer Krone. Dann füge ich ein paar Details hinzu. So, dann wickle ich es um den Ball. Echt cool, was? Wow. Das gefällt mir. Ich frage mich, was er damit machen wird. Zeit für die OP. Das könnte wehtun. Soweit, so gut. Moment mal. Und der neue Kopf wird aufgesetzt. Was für ein Upgrade. Warte mal. Was soll dieser Lärm? Was ist hier los? Haha, ich hoffe, dir hat die Show gefallen.
Ich liebe es, mit euch zu tanzen. Ihr seid wie meine Familie. Familie. Mir wird schwindelig. Ich glaube, ich muss kotzen. Ach, mach einfach mit. Leute, denkt ihr, was ich denke? Du meinst, ich will ein Baby. Oh, ich hatte gehofft, dass du das sagst. Also chill ich einfach hier? Und los, machen wir es dir bequem. Ich gebe Knetmasse auf deinen Bauch. Dann ein Stück Frischhaltefolie. Als nächstes brauchen wir mehr Modelliermasse. Ich bedecke alles mit Kleber. Es soll schön hoch werden. Das sollte reichen. Und jetzt lasse ich es aushärten. Sieht super aus. Komm schon, Barbie. Oh. Hä? Ist das ein Baby? Oh nein, ich glaube, es kommt. Mist, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. So aufregend. Ich werde Mutter sein. Los geht's. Schön atmen. Du hast leicht reden. Was passiert hier? Alles ist gut, mein Schatz. Ich kann den Kopf sehen. Hier ist es. Ein hübscher kleiner Junge. Glückwunsch. Er ist wunderschön. Was zum... Das ist nicht mein Baby. Er hat deine Augen, Barbie. Wir müssen reden. Du musst mir da was erklären. Ups, peinlich. Also, ich muss dann mal los. Die Ecken sind aber schwer. Willst du einkaufen gehen? Du brauchst dringend ein Bad. Widerlich. Oh. Hey! Nicht mein Problem. Wie auch immer. Oh, du armes Ding. Das ist Verschwendung und du verdienst es nicht, weggeworfen zu werden. Keine Sorge, du bist jetzt in guten Händen. Was ist das alles? Schau nur, wie niedlich du bist. Nein, tut mir leid. Oh, sieh dich nur an. Du bist ganz dreckig. Etwas Hilfe, bitte. Du hast geläutet. Hallo. Kannst du sie sauber machen? Sie ist total schmutzig. Ja, natürlich. Aber das wird dich was kosten. Das ist kein Problem. Gut. Sieht aus, als wäre es Zeit für ein Bad. Bist du bereit? Oh, das ist perfekt. Genau die richtige Größe. Entspann dich einfach. Ich brauche aber Wasser. Gar kein Problem. Es werde Regen. Sorry, das ist ein bisschen kalt, hä? Oh, unglaublich. Du lässt es wirklich regnen. Und ich bin noch nicht fertig. Siehst du das hier? Alles für dich. Wow. Das ist ja mega. Warte nur. Alle Barbies haben ein wenig Glanz verdient. Hier, bitte sehr. Hübsch, oder? Mann, bin ich gut. Oh, das hatte ich fast vergessen. Für dein Schrubbvergnügen. Was ist das für mich? Nein, für sie, Dummerchen. Ah, fühlt sich das nicht gut an? Du ekliger Schmutz, verschwinde. Also auch ein Peeling. Ich wünschte, ich könnte so ein Bad nehmen. Das ist einfach so luxuriös. Nichts anderes für dich. Schau nur, deine Haut ist so strahlend schön. Wow, gut gemacht. Wirklich beeindruckend. Oh, ich krieg das Zeug nicht ab. Oh, Wahnsinn. Hey, was? Kann sie auch ein Bad nehmen? Ja, aber gegen Bezahlung. Gegen Geld? Ich glaube, ich habe ein wenig. Einen Moment. Das ist alles, was ich habe. $1? Du machst wohl Witze. Was? Ich bitte dich. Okay, okay. Und lass es regnen. Hey, keine Warnung? Jetzt bin ich klatschnass. Sorry, not sorry. Na, herzlichen Dank. Moment, komm schon. Ich weiß, die Antwort liegt direkt vor meiner Nase. Ein paar rasche Schritte genügen. Fast fertig. Hey,
Ha? Bis jetzt sieht es großartig aus. Nur noch ein paar Dinge verfeinern. Und tada! Das ist eine Puppendusche. Nun kannst du endlich sauber werden. Ich weiß, das ist ziemlich genial. Nun warten wir. Was ist denn da los? Das ist eigentlich ziemlich cool. Ja, genau. Oh, bist du fertig da drin? Deine Haut ist einfach strahlend schön. Du bist so schön. Oh. Hey, Molly, sieh mal. Hey, gut gemacht. Ja, irgendwie schon. Bye. Bye. Und was ist mit deiner Kleidung? Oh, nicht so gut. Sieh dir dieses hübsche Outfit an. Ach, das ist alles andere als perfekt. Inakzeptabel. Wie gut, dass wir diesen fabelhaften Kleiderschrank haben. Glaubst du, dass wir hier was finden werden? Schauen wir mal. Das ist alles für dich. Und was ist mit diesem Kleid hier? Nee, das passt nicht so ganz. Wie wäre es mit dem hier? Diesen? Oder damit? Definitiv nicht. Oh, ist hier irgendwas richtig? Du hast gar nichts zum Anziehen. Das ist so deprimierend. Kann denn gar nichts gut gehen? Wow, das sieht wirklich lecker aus. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was für ein prächtiger Goldton, wow. Das ist es. Du wirst in 0,x in Mode sein. Ich forme das hier einfach zu deinem Körper. Das ist ein fabelhaftes Partykleid. Nur dürfen wir die Juwelen nicht vergessen. Ist das nicht hübsch? Und es ist ganz einzigartig. Schau es dir an. Du bist umwerfend. Ich muss doch irgendwas hier drin haben. Wie diese Tasche. Nein. Ich mach was Besseres. Hoffe ich jedenfalls. Mal schauen, was ein paar kleine Bastelgriffe bewirken können. Hey Molly, was meinst du dazu? Was ist das überhaupt? Huh? Sieh sie nicht an, oh nein! Oh, du brauchst wirklich Kleidung. Meine Socke! Warte nur eine Sekunde, ja? Richtig schlecht. Es ist nicht toll. Aber für das hier ist es genau richtig. Zum Glück brauche ich nur das Riemchen der Socke. Und einfach so haben wir ein wunderschönes Kleid. Mega cute, oder? Und es ist so weich. Hey, gefällt er dir? Ha? Woher hast du das denn? Ich hab's selber gemacht. Komm, wir spielen. Oh, modische Besties. Ach, diese Puppe ist so langweilig. Ich will sie nicht mehr. Ich habe etwas viel Besseres. Sieh sie dir nur an. Sie ist wunderschön. La 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 la, ich bring den Müll raus. Oh, was ist das? Was machst du hier drin? Wie konnte man dich nur wegwerfen? Keine Sorge, ich werde deine neue Mami sein. Was zum... Okay, das ist ja seltsam. Wo bin ich? Was ist hier los? Wow, schau dir diesen Ort an. Ist das meine Puppe? Nein, sie gehört mir. Egal, ich habe ja eine schönere Puppe. Sieh dich an, du bist so schmutzig. Wir müssen dich sauber machen. Halt still. Huh? Oh, ist die Decke undicht? Ja, ich brauche eine Dusche. Das fühlt sich gut an. Keine Sorge, ich habe dich nicht vergessen. Ich muss nur ein paar Tropfen auffangen. Das sollte reichen. So entfernen wir den Schmutz. Und du bist wieder wie neu. Man braucht manchmal gute Pflege. Mach's dir ruhig bequem. So eine winzige Zahnbürste. Ganz ruhig. Weit öffnen. Du wirst bald ein Hollywood-Lächeln haben. Ich werde eine Sonnenbrille brauchen, um dich anzusehen. Deine Zähne sind perlweiß. Jetzt bin ich dran. Oh, so beruhigend. So lässt es sich leben. Macht es dir Spaß?
Was machen wir jetzt, Püppchen? Bringen wir deine Haare in Ordnung. Deine Haare sind langweilig. Aber ich weiß, was zu tun ist. Ich bin eine Expertin im Haarstyling. Das war deine Schuld. Versuchen wir es noch einmal. Du siehst ja so zerzaust aus. Es ist so nervig. Schön, dich zu sehen, Schatz. Ich mach das schon. Nein, meine Puppe. Okay. Ich brauche aber ein paar Spezialwerkzeuge. Wo sind sie? Aha, genau das brauche ich. Das könnte knifflig werden. Nicht bewegen. Ich nehme eine Schüssel, füge Wasser hinzu und ein wenig Lebensmittelfarbe. Dann vermische ich alles gut. Sieht gut aus. Wo ist meine Kundin? Ich tauche die Haare der Puppe ins Wasser. Ist es warm genug? Was rede ich da? Du bist eine Puppe. Jetzt warte ich eine Weile und bringe das Haar aus, um das Wasser zu entfernen. Jetzt müssen wir dein Haar abtrocknen. Wow, diese Farbe steht dir wirklich gut. Sie sieht echt schön aus. Bist du fertig? Wow, du siehst so anders aus. Ja, aber du musst mich immer noch bezahlen. Ach ja, richtig. Bonbons? Oh, das ist der Grund, warum ich nicht mit Kindern arbeite. Das war toll. Ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Wow, schau dir ihre Haare an. Wie wär's mit einem neuen Look? Wann hast du das letzte Mal deine Haare gewaschen? Was soll ich jetzt tun? Moment mal. Vielleicht kann ich den hier benutzen. Ein Versuch ist es wert. Ich lege meine Puppe auf den Tisch und schneide ihr die Haare. Wow, kurzer Haarschnitt steht dir gut. Der kahle Kopf aber nicht. Ich nähe die Schnur durch den Puppenkopf und verwende verschiedene Farben. Sie wird spektakulär aussehen. Jetzt die überschüssige Schnur abschneiden und den Kopf wieder anbringen. Wow, ich wünschte, ich hätte solches Haar. Du siehst umwerfend aus. Ich bin neidisch. Und Ava auch. Dieser Schokoaufstrich ist echt köstlich. Probier mal. Oh nein, ich habe ihn überall verschüttet. Tut mir leid. Wir müssen dich umziehen. Zum Glück habe ich diesen Koffer mit Outfits. Ich bin auf alle Fälle vorbereitet. Wie findest du das? Süß, oder? Los, probier's an. Es wird dir gefallen. Wow, du siehst toll aus. Du siehst ja in jedem Outfit gut aus. Du bist so schick. Und gehörst auf den Laufsteg. Wow, ich bin total sprachlos. Und die Katze als Accessoire. Tolle Idee. Wie wäre es mit etwas Legerem? Es ist ideal für einen Spaziergang. Glamourös, aber leger. Gehst du mit Freunden aus? Mit diesem Outfit bist du bereit, Spaß zu haben. Du wirst der Mittelpunkt der Party sein. Du bist die beste Kleine. Wow, so viele schöne Kleider. Besser als meine Garderobe. Du brauchst wohl auch ein paar neue Kleider. Zeit für einen Einkaufsbummel. Sieh dich nicht einfach so aus. Ups, Entschuldigung. Wo soll ich nun hinschauen? Relax, sie ist abgedeckt. Hey, Ava. Psst. Kann ich mir die ausleihen? Die Socke, sie ist hinter dir. Ich habe gerade meine Nägel lackiert. Bitte, ich brauche es wirklich. Oh, nimm sie. Igitt, die ist ekelhaft. Danke, das wird schon klappen. Ich schneide zuerst die Spitze der Socke ab. Genau so. Dann ein kleines Dreieck an beiden Seiten. Sieht gut aus. Willst du es anprobieren? Wow, sieht toll aus. Ich wünschte, ich hätte so ein Kleid. Vielen Dank, Ava. Hä? Ich höre dich nicht. Egal. Oh yeah. Oh nein, was habe ich getan? Och, nimm das ab. Es tut mir leid. Verzeihst du mir jemals? Wir sind Kunstexperten, Süße. Mach dir keine Sorgen. Wir haben von dem Schuh gehört. Die Originalität gefällt mir. Die Pinselstriche sind einzigartig. Ich kenne bessere, aber trotzdem, es ist okay. Sie sind also beeindruckt. Was ist mit Ihnen? Oh, ich bin mir nicht sicher. Was? Okay, das gefällt mir. Das ist schon besser. Ich möchte, dass er perfekt ist. Ich habe eine Idee. Ich nehme eine Schüssel mit Wasser und füge Nagellack hinzu. Verschiedene Farben davon. Ich will, dass es fantastisch aussieht. Das sollte genügen.
Jetzt tauche ich den Schuh hinein und bewege ihn im Wasser. Ich möchte, dass er alle Farben auffängt. Wow, sieh dir den an. Meine Puppe hat Maßschuhe. Wow, exquisite Verarbeitung. Die Modehäuser in Mailand wären neidisch. Wir kaufen sie. Hä? Sie hat den Schuh in Nagellack getaucht? Wenn Kunst so einfach ist, will ich es auch versuchen. Ich brauche nur ein paar Schuhe. Na los, wo ist sie? Ich schau mal online nach. Ich habe kein Geld für sowas. Alles ist so teuer. Was soll ich jetzt tun? Ich weiß, ich habe hier etwas Geld für Notfälle. Die Mäuse haben es wohl vor mir gefunden. Ugh, warum passiert mir das immer? Was mache ich jetzt? Vielleicht gibt es hier drunter etwas Geld. Eine Klebepistole und Stifte, die kann ich verwenden. Es ist Zeit, kreativ zu werden. Ich ziehe meiner Puppe zunächst einen Luftballon über die Füße. So werden sie nicht schmutzig. Und sie sehen aus wie Socken. Ich bestreiche den Ballon mit dem Klebestoff. Das wird meine Form sein. Nun brauche ich ein Stück Schaumstoff. Ich zeichne den Umriss eines Fußes. Dann schneide ich ihn aus. Jetzt kann ich ihn ausmalen. Ich mache einen Regenbogeneffekt. Ich will verschiedene Farben verwenden. Wow, sieht fantastisch aus. Ich trage Kleber auf eine Seite des Schaumstoffs auf. Dann kommt die Klebeform darauf. Wow, handmade Boots. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich färbe den Kleber mit dem Korrekturstift. Ich mache kleine weiße Flecken mit dem Stift. Die sind echt cool. Und ich habe sie ganz allein gemacht. Ich hoffe, sie gefallen meiner Puppe. Komm, probier sie an. Sie passen einfach perfekt. Wow, sie sind der Hammer. Du siehst so modisch aus. Sie sind ein Naturtalent. Hä? Wow, schau mal da. Hoffentlich halluziniere ich nicht. Wir haben ein wahres Genie entdeckt. Wohin gehen sie? Ich muss die Boots sehen. Oh, hey. Bravo, ihr Werk ist erstaunlich. Danke. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ist das für mich? Moment, Sie wollen die Boots kaufen? Die verkaufe ich nicht, sie gehören meiner Puppe. Aber wir können sie berühmt machen. Ich will nur, dass meine Puppe glücklich ist. Lass uns hier verschwinden. Wir sehen so hübsch aus. Warte, du brauchst dein eigenes Telefon. Ich habe das für dich gekauft. Wir können jetzt texten. Das war sehr unhöflich, du solltest etwas dankbarer sein. Versuchen wir es noch einmal. Halte einfach die Bürste. Och, das muss ich in Ordnung bringen. Danke, ihr mysteriösen Hände. Eine schwierige Aufgabe. Die erfordert eine Menge Planung. Die Puppenhände sind zu klein. Wenn ich... Oh, ich kann eine Tasche entwerfen. Die wird ganz toll. Och, das sieht schrecklich aus. Sie ist zu langweilig und simpel. Noch einmal von Anfang an. Fokus, Ava. Ich weiß, dass ich es kann. Die sieht schon besser aus. Sie braucht ein Kettenband. Wow, ganz herrlich. Ich sollte Designerin werden. Ich bin ein Genie. Ich nehme goldenen Schaum und schneide ihn in einer Kreuzform. Jetzt ziehe ich die Klebeschicht ab und falte die Ränder um. Dann drücke ich sie zusammen. Danach falte ich den langen Teil um. So, ich habe jetzt eine Tasche. Ich brauche nur die Kette. Wow, die würde ich tragen. Bitte schön, deine neue Tasche. Da kannst du all deine Sachen bewahren. Da gibt's so viel Platz. So hast du dein Telefon immer bei dir. Oder deine Haarbürste. Da ist alles drin. Wow, du siehst umwerfend aus. Wir müssen unbedingt ein Selfie machen. Das werde ich definitiv posten. Lächeln. Wir sind live. Haben Sie eine Botschaft für Ihre Fans? Oh, hi. Filmen Sie mich von meiner besten Seite. Aus dem Weg, Lady. Ich rede mit der Puppe. Entschuldigung. Hey. Gehen Sie aus dem Bild raus. Das ist echt peinlich. Was habe ich getan? Das ist meine Chance. Ich nehme das hier. Genau das brauche ich jetzt. Ich muss mich beeilen. Ava soll das nicht merken. Zuerst schneide ich dieses Patch ab. Die Farben sind erstaunlich. Jetzt brauche ich einen Reißverschluss. Ich trage Kleber an beiden Seiten auf und klebe Glitzerschaumstoff darauf. Jetzt muss ich es formen. So falten und dann auf ein Stück Karton kleben. Es soll sicher sein. Jetzt Kleber an die Ränder geben. Zum Glück ist meine Hand ruhig. Das sollte reichen.
Dann klebe ich mehr Schaumstoff auf. Ich will keine Lücken. Noch einmal auf der anderen Seite. Jetzt den Patch in dieselbe Form schneiden und auf den Schaumstoff kleben. Jetzt kommen zwei kleine Klecksekleber nach oben. Einfach so. Ich klebe ein winziges Stück Stoff an. Und auch auf der Seite ohne Patch. Meine Puppe hat einen Rucksack. Bitte, gefällt es dir, Süße? Wow, ich wünschte, ich würde so aussehen wie du. Kannst du das schneller machen? Woher hat Annie den Rucksack? Sieht ja toll aus. Oh, danke. Ist doch süß, oder? Er gefällt mir sehr. Warte. Ist das mein Kleid? Ein Kleid? Nein, keine Kleider hier. Aber wir reden später darüber. Das Leben wäre interessant, wenn unsere Puppen zum Leben erwachen würden, stimmt's? Würdest du lieber mit Barbie oder mit Ken abhängen? Verrate es uns unten in den Kommentaren. Teile dieses Video mit deinen Freunden und falls noch nicht getan, abonniere unseren Kanal für weitere lustige Videos wie dieses.